Dann begrüße ich herzlich willkommen, dass doch so zahlreich Sie erschienen sind zu dem heutigen Abend. Das Wetter ist ja wunderschön draußen. Wir haben schon gefragt, ob überhaupt so viele kommen. Und es sind doch erstaunlich viele hier. Also das freut uns sehr, dass Sie zum heutigen Abend hier sind. Und ich, mein Name ist Ophelia Nick, ich habe hier die Ehre, den heutigen Abend zu eröffnen. Vielleicht kurz nur zu meiner Person. Mein Großvater war Hans Voigt und hat hier eben vor 89 Jahren den Talhof gekauft, ihn zum Demeterhof umgewandelt. Und nächstes Jahr übrigens ist dann der Talhof 90 Jahre Demeter-Talhof. Ja, also es geht dazu, dass heute oder in diesem Jahr 50 Jahre Club of Rome, also es gibt immer was ein Stück weit zu feiern oder zu würdigen, und deswegen hatten wir zu dieser Veranstaltung geladen, und es hatte erst Ernst Ulrich von Weizsäcker hatten wir eingeladen, der hat auch dieses Buch eben veröffentlicht, Wir sind dran und eine neue Aufklärung für eine volle Welt. Und wenn ich jetzt hier auch gleich die Bücher aufzeige, da hinten sind auch viele sehr spannende, interessante Bücher. Leider hatte Herr Weizsäcker sich verletzt, war eine große Ehre, wenn er hier gekommen ist, und wir wünschen ihm von hier aus auch gute Besserung. Aber er hat uns eben jemanden empfohlen, und deswegen freuen wir uns sehr, dass ich heute Professor Dr. Rademacher vorstellen kann. Sicherlich ein sehr würdiger Vertreter. Franz Josef Rademacher war auch nicht sozusagen, war auch fleißig und hat auch einige Bücher veröffentlicht, und sein neuestes Buch ist Welt mit Zukunft. Das finde ich immer ganz wunderbar, wenn auch mal, es hat schon so einen positiven Titel, einen positiven Touch, und ich glaube, bei allem, was wir sehen, was in der Welt eben auch dramatisch ist, ist das auch immer gut, dass wir dann auch sehen, wir können was tun. Ja, Professor Rademacher hat sehr viele Sachen gemacht, es sind sehr viele Sachen, ich soll kürzen, und vielleicht sagen Sie auch gleich nochmal was für sich, aber er ist eben Mitglied Club of Rome und hat zum Beispiel Mitbegründer des Global Marshall Plan Initiative in Deutschland und so weiter, einige Bücher veröffentlicht. Also wir freuen uns da auf einen sehr spannenden Abend. Auch auf dem Podium sitzt Stefan Mögle-Stadel, auch da herzlich willkommen. Fleißig, haben einige Bücher veröffentlicht, und vor allen Dingen zum Beginn ihrer Karriere, das haben sie nämlich gesagt, sie haben nicht nur den Kriegsdienst verweigert, sondern sie waren dann eben auch UNO-Zivildienst in New York und haben eben mit den UN-Generalsekretären Boutros Ghali und Kofi Annan eben auch Bücher herausgegeben und waren dann und sind mittlerweile eben im Vorstand Weltbürgerstiftung. Und da ist eben in diesem Jahr auch 70 Jahre Weltbürgerbewegung. Also haben wir Vertreter von zwei sehr spannenden Initiativen. Und der Abend wird so heute sein, dass Sie beide über Ihre Arbeit, Ihre vielfältige Arbeit berichten. Es wird dann anschließend ein Gespräch zwischen Ihnen sein. Und dann wird aber auch nochmal Fragen aus dem Publikum sein. Und das wird dann dankenswerterweise Ludger Bradenbrink für uns machen und wird dann rumgehen und die Diskussion machen. Also, wir freuen uns auf einen sehr spannenden Abend. Genießen Sie ihn. Als erstes möchte ich Sie zu Ihrem Mut beglückwünschen. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, warum. In diesem Ausschreibungstext für die heutige Veranstaltung, 50 Jahre Club of Rome, 70 Jahre Weltbürgerbewegung, standen ja unter anderem zwei interessante Stichworte, man könnte sie auch vielleicht als Reizworte bezeichnen, nämlich in dem Einladungstext und dem Flyer stand das Wort Biozid, übersetzt die Zerstörung des Lebens, der Biosphäre, und das zweite Wort Suizid, also das bekannte Wort für Selbstmord. Von meiner Seite aus werde ich auch jetzt in meinen ersten 35 Minuten kurz erläutern, was mit diesem zweiten Wort gemeint ist, von dem Sie sich ja nicht so weit abschrecken lassen bislang, um aufzuzeigen einer These, dass wir zwar
bislang sehr effektiv und auch in einer Unzahl von Club of Rome Reports. Professor Rademacher kann sicherlich wahrscheinlich die genaue Anzahl sagen. Ich könnte es nur schätzen, es waren sicherlich mittlerweile über 30, dass wir die äußeren Grenzen unseres Wachstums, des industriellen Wachstums, ausführlich erörtert haben. Auch die Folgen von einer Exponentialfunktion, die Folgen von Bevölkerungsexplosion, alles, was damit zusammenhängt. Was bislang, zumindest im Rahmen des Club of Rome, weniger bis kaum erörtert wurde, sind die inneren Grenzen. Also die Fragestellung, warum inszenieren wir ein Industriesystem oder wie kommt eine Dynamik in Gange, die letztendlich im Worst-Case-Szenario auch so weit führen kann, dass ein Teil der Menschheit jetzt schon seinen Untergang erlebt, also über einen Global Crash, den unsere Zeitungen immer wieder hier in Europa oder in Amerika publizieren, braucht man sich in bestimmten Gegenden dieser Welt nicht mehr als Zukunftsgefahr oder Zukunftserwartung unterhalten, sondern viele Menschen in Afrika, in Lateinamerika, in Asien haben schon diesen globalen Zusammenbruch. Sie verhungern, sie verdursten, sie werden vertrieben durch Umweltkatastrophen, die mittlerweile ausgelöst sind, auch durch unsere Industriepolitik. Schwerpunktmäßig muss man sagen, durch unsere westliche Industriepolitik. Das heißt also, diese Zukunftserwartung, da, wenn wir nicht, wir sind dran, wenn wir nicht radikal etwas ändern, und zwar nicht erst irgendwann in 50 oder in 100 Jahren, sondern in den nächsten, sagen wir, 10, 12, 15 Jahren, dass wir dann einen zivilisatorischen Einbruch erleben werden und dass vielleicht unsere heutige technische, hochtechnische Zivilisation ähnliche Wege geht wie die Zivilisationen in Mesopotamien oder die alten Ägypter oder auch in Angkor Wat oder denken Sie an Yucatan, die Halbinsel, Maya, Azteken, dass unsere Zivilisation durchaus bestimmt ist zum Zusammenbruch. Aber das hat nicht nur äußere Faktoren, sondern es hat den Faktor, der zu selten befragt wird, und das ist eine Fragestellung im Rahmen der Weltbürgerstiftung, des Think Tanks der Weltbürgerstiftung, mit der ich mich sehr intensiv befasst habe, die Frage, warum inszenieren wir das? Was ist in der Tiefe unseres kollektiven Unterbewussten, wie es die Tiefenpsychologie und andere Richtungen nennen würden, was bewegt sich da, dass wir zu der Frage kommen könnten, ich mache das jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli, warum wollen wir uns selbst zerstören? Und in jedem Umweltzerstörungsprozess liegt auch ein Selbstzerstörungsprozess. Das Biozid ist von einem potenziellen Suizid begleitet. Und dieses potenzielle Suizid, also die Frage nach unserer Selbstzerstörungstendenz, die in unserer Spezies innewohnt, wir haben ja auch durch unsere gesunde und robuste Aggressivität erst diesen Planeten erobert. Möglicherweise müssen wir jetzt sehr schnell in kurzer Zeit lernen, diese Art von Aggressivität radikal umzusteuern. Aber in jedem Umweltzerstörungs-, Weltzerstörungs- und Selbstzerstörungsprozess liegt auch einen Selbststörungsprozess zugrunde. Das müssen Sie nur das ZER aus Selbstzerstörung rausnehmen, dann haben Sie die Selbststörung. Und wir müssten eigentlich fragen, und das wäre vielleicht später auch mal eine Frage an den Club of Rome, dass ich mich wundere, dass der Club of Rome diese Seite sozusagen der Selbstzerstörung oder auch die Frage nach dem Widerstand der Abwehr gegen Vorschläge, die vom Club of Rome, von anderen Thinktanks kamen, wie man das sozusagen interpretieren kann. Und da ist eigentlich diese Fragestellung schon lange überfällig. Ich werde Ihnen ein paar Bilder zeigen, dass sie schon gestellt wurde von Einzelnen, aber kollektiv zu diskutieren, welche Dynamik liegt unserer Umwelteroberung, die selbstzerstörerisch ist, zugrunde.
Und dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Bilder zeigen und danach übergebe ich an meinen Kollegen hier vom Podium, den Professor Rademacher, dass er nochmal vielleicht auf das eine oder andere eingehen kann oder nochmal aus seiner Sicht, aus der Sicht des Club of Rome, das ergänzen kann. Sie sehen vielleicht hier vorne auch diesen Wachsbuddha. Da ich jetzt, obwohl noch in relativ jungen Jahren, seit 30 Jahren Podiumsdiskussionen leite, mitmache, Vorträge halte, merke ich, dass wir leicht in die Gefahr geraten, abstrakt zu diskutieren. Wir diskutieren sozusagen über Statistiken. Wir diskutieren über, ja, selbst wenn wir über Menschen diskutieren, diskutieren wir sozusagen über das Bevölkerung, über die Bevölkerungsexplosion. Wir sind uns nicht sozusagen scheinbar im Klaren oder es ist viel schwerer und mit viel mehr Abwehr behaftet, wirklich wahrzunehmen, dass hier ein großer historischer Prozess abläuft und dass in jeder Minute, obwohl es nicht sein müsste, weil von den Ressourcen her, von der Intelligenz, von den Technologien, könnten wir es anders da gestalten, sterben Kinder, Menschen in der dritten Welt an Hunger, obwohl eigentlich genug da wäre und das eher ein Verteilungsproblem ist, plus natürlich auch ein Wirtschaftsproblem, unter welchem Wirtschaftsparadigma wir wirtschaften. Um das ein bisschen für Sie näher zu bringen, zu symbolisieren, werde ich diesen Buddha während meiner jetzt 32 Minuten entzünden und er wird hier runterbrennen als ein Symbol dafür, dass wir bitte nicht abstrakt diskutieren, sondern wir diskutieren tatsächlich über die Zukunft eines Gebildes, das es noch nicht gibt, nämlich die Menschheit, ideengeschichtlich ja, aber wir haben eine Situation von 200 gegeneinander an konkurrierenden Nationalstaaten. Wir haben eine Situation von x Religionen, die sich bekriegen, auch intern. Wenn man es sozusagen genau nimmt, und ich liebe es eigentlich genau zu nehmen, dann können wir von einer Menschheit eigentlich noch gar nicht sprechen. Denn wir haben noch keine Menschheitsorganisation. Wir haben noch keine Menschheitsorgane ausgebildet. Menschheitsorgane wären zum Beispiel ein Weltparlament, wären zum Beispiel eine Weltbürgerregierung, wären zum Beispiel eine Weltverfassung, wo gewisse Essentials, auch gerade ökologische Essentials und andere soziale Essentials, drin verankert sind. Wir hatten den Versuch, das werde ich Ihnen gleich sagen, aber dieser Versuch ist aus dem öffentlichen Bewusstsein, aus den Geschichtsbüchern, aus dem Schulunterricht gänzlich verschwunden. Und da muss man sich fragen, da muss man sich eine Bewusstseinsfrage stellen, warum verdrängen wir? Warum verdrängen wir gewisse Dinge so fundamental und geht sozusagen der Umweltzerstörung nicht zunächst einmal auch mentale Wahrnehmungsstörungen, überhaupt mentale Störungen voraus? Und dazu jetzt, nachdem ich diesen Buddha anfange abzubrennen, einige Bilder. Ja. Sollten Buddhisten unter Ihnen sein, nehmen Sie das bitte nicht persönlich. Ich hätte hier auch ein Kruzifix oder was anderes abbrennen können. Es geht mir eher um die menschliche Gestalt, dass wir sozusagen eine Doppelbotschaft haben, denn dieses Licht, das sich hier oben entzündet, korrespondiert durchaus mit dem Untertitel des neuen Club of Rome Berichtes. Wir sind dran, eine neue Aufklärung, denn spielt sich an diesem Bereich ab. Wir brauchen tatsächlich, was man im Englischen Enlightenment, Aufklärung nennt, was auch eine Verwandtschaft hat zu Enlightenment, zu Erleuchtung. Und dadurch hat es sozusagen einen doppelten Sinn, Hintersinn, wenn dieser Buddha nun vom Kopf her herniederbrennt, denn es geht tatsächlich um das Thema letztendlich Aufklärung, Erleuchtung und um die Frage unseres Ichs. Gerade die Frage des westlichen Ichs, das mit diesem Licht symbolisch jetzt verbunden ist. Wie sind wir in diese Welt hineingestellt und welche Ängste, auch welche Schizophrenien, ich meine kollektive Schizophrenien, welche kollektiven Paranoien, also Verfolgungswahn, auch von Bildern, von Ideen zu kurz zu kommen, sind hier am Werke, die sozusagen dafür sorgen, dass das Menschliche und das Menschheitliche eventuell auf einer zerstörten Erde herniederbrennt.
Im Vorlauf zu dieser Veranstaltung habe ich mich... Geht auch ohne. Im Vorlauf zu dieser Veranstaltung habe ich mich als investigativer Journalist, aber auch als Oberstufenlehrer für Geschichte und Erdkunde ein bisschen im Internet umgeschaut. Mich hat nämlich interessiert, wie der neue Club of Rome-Bericht, wir sind dran, den Sie hinten auf dem Büchertisch finden, wie dieser neue Club of Rome-Bericht im Publikum wahrgenommen wurde. Und Sie können feststellen, im Gegensatz zu vorherigen Club of Rome-Berichten, ganz abgesehen von dem legendären Bericht von 1972, die Grenzen des Wachstums, ist der jetzige Club of Rome-Bericht in keiner Bestsellerliste zu finden. Wenn Sie sich auf Amazon umschauen, dort gibt es die Möglichkeit, dass man über Bücher diskutiert. Das heißt, die Kunden können sogenannten Rezensionen, Kommentare abgeben. Wenn Sie ein beliebiges Buch nehmen, einen Sachbuchtitel, dann hat er im Schnitt zwischen 150 und 250 Rezensionen, Kommentare, Anmerkungen. Vielleicht wagt sich jemand von Ihnen kurz an eine Schätzung, etwa wie viele Rezensionen, Kommentare der Club of Rome, der aktuelle Club of Rome-Bericht bei Amazon zurzeit hat. Sagen Sie eine Zahl. 50, okay, prima. Die Zahl 50. Nun, der aktuelle Stand vor einer Woche war 7. Der Club of Rome-Bericht ist seit Oktober 2017, also schon einige Monate, auf dem Buchmarkt. Und sehen Sie, wenn Sie, da ich ebenfalls Psychologie studiert habe, Tiefenpsychologie, das ist die Richtung von C.G. Jung, wenn Sie sich solche Sachen anschauen, solche Parameter, ja, wie ist eine Resonanz oder eben auch keine Resonanz da, dann sagt es natürlich auch etwas aus. Es spricht sozusagen, was nimmt eine Gesellschaft wahr, was nimmt sie nicht wahr, was wird von den Medien wahrgenommen, was wird von den Medien ignoriert. Und das letztendlich führt wiederum zu einer Bewusstseins, in dem Falle zu einer Bewusstwerdungsfrage. Und das Erstaunliche ist eben, Sie sehen es auch bei diesen Anmerkungen, wir haben hier eine vom 13. Februar 2018 von einem Herrn Andreas Meissner. Die neue Aufklärung bleibt vage, eher ein Wunschdenken. Warum befolgt kaum jemand diese Muss-Empfehlungen? Wo liegen die psychologischen Hemmnisse? Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, gut, dann mache ich heute Abend ein bisschen den Advocatus Diaboli, den Anwalt sozusagen des Verdrängten, und stelle genau diese Frage, wo liegen die psychologischen Hemmnisse, dass wir sozusagen Dinge, die uns existenziell betreffen, und ich würde sagen, die ökologische Frage, das Überleben der Menschheit ist durchaus ein existenzieller Tatbestand, der jeden von uns betrifft. Warum ist das in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend aus dem öffentlichen Bewusstsein, auch aus dem öffentlichen Medienbewusstsein geschwunden, wenn ich das mit den 70er Jahren oder auch nochmal mit den 90er Jahren vergleiche? Um Ihnen das Beispiel zu zeigen, wir haben hier ein Buch von Peter Scholl-Latour, Der Fluch der bösen Tat, und hier sehen Sie 184 Kundenrezensionen. So, das ist ein durchschnittlicher Standard, was nach so 3 Monaten so ein Buch bei Amazon hat. Deswegen habe ich natürlich doppelt gestaunt, als ich gemerkt habe, jetzt sind 4 Monate vergangen und nur 7 Leute haben sich für den Club of Rome Bericht Wir sind dran interessiert. Aber das ist eben psychoanalytisch durchaus ein spannendes Phänomen, wo man mal reinschauen kann. Können Sie das Mikrofon ein bisschen weiter weg, weil das knallt immer so. Okay, ich werde versuchen. Vielleicht geht es dann besser. Ich könnte auch mal versuchen, ganz laut zu sprechen, weil normalerweise spreche ich ohne Mikro. Würden Sie mich so auch verstehen oder haben Sie von hinten elementare Probleme, mich akustisch zu verstehen? Dann brauche ich nicht gleichzeitig mit dem Mikro zu hantieren und diesen Computer zu bedienen. Das ist schon eine gewisse dann, Doppelbelastung und angeblich können wir Männer das ja nicht so gut wie Frauen. Also wenn Sie mich verstehen, dann würde ich kurz mal das Mikro weglassen und geben Sie ein Handzeichen von hinten. Wenn es nicht gut wird, dann nehme ich wieder das Mikro dazu.
Wir kommen hier in diesen Bereich rein, den ich gerade eben abgesprochen habe. Karl Friedrich von Weizsäcker, der Vater von Ernst Ulrich von Weizsäcker, hat 1988 dieses Buch geschrieben, Bewusstseinswandel, und ein paar Jahre zuvor zusammen mit Gopi Krishna Yoga und die Evolution des Bewusstseins. Das ist übrigens spannend, was jetzt nicht erwähnt wurde. Professor Rademacher hat relativ früh ein Werk verfasst mit dem Titel Evolution und Intelligenz, wenn ich das richtig wiedergebe. Und auf diese Frage möchte ich rauskommen. Evolution und Intelligenz. Ich könnte Sie ein Stück Blumen stellen. Dann würde die Frage lauten, sind wir zu dumm zum Überleben? Was Professor Weizsäcker in diesem Buch Yoga und die Evolution des Bewusstseins angesprochen hat, war, dass der Westen sich eigentlich öffnen sollte für asiatische Philosophien, auch für Konfuzianismus, für Daoismus, eben für gewisse Erkenntnisse aus dem Yoga-Bereich heraus, dass das gerade das Abendland in seiner Verfasstheit und manchmal auch in seiner Verkrampftheit sozusagen lockern, lösen könnte, und gerade eben solche Philosophien, man könnte auch den Buddhismus dazu nehmen, der ja gerade durch den Dalai Lama noch populär ist, dass man diese Philosophien auch als ein ganz unterschwelliger therapeutischer Versuch ansehen könnte, bestimmte Verkrampfungen, auf die ich gleich noch kommen werde, des Abendlandes hier ein Stück weit zu lösen. Professor Karl Friedrich von Weizsäcker hat damals auch die sogenannte Ost-West-Gesellschaft gegründet, um für einen solchen Transfer zu sorgen. Die Ost-West-Gesellschaft, damals mit Sekretariat in Starnberg, ist heute sozusagen bedeutungslos von der Bildfläche verschwunden. Wenn wir uns ein Beispiel anschauen von aus diesem Buch, das ist relativ am Anfang, da spricht Professor Weizsäcker davon, dass er oft genug beobachten, dass Christen angesichts der Forderung, die Wahrheit anderer Religionen anzuerkennen, in eine Art von Panik geraten. Und man sucht mit einem gewissen Krampf nach dem letztlich doch entscheidenden Unterschied des Christentums gegen alle diese Religionen. Diese angstvolle Reaktion, mein Professor Karl Friedrich von Weizsäcker, die sich ihrer Angst meist nicht bewusst bleibt, halte ich für unchristlich. Also wir kommen hier in einen gewissen Bereich rein, wo wir, wenn wir uns fragen wollen, was diesen Selbstzerstörungsprozess, der diesen Umweltzerstörungsprozess begleitet, antreibt, dann kommen wir nicht darum, auch die Frage nach den Weltbildern zu stellen. Sozusagen nach, wie hat sich die abendländisch-christliche Kollektivseele, wenn ich das mal tiefenpsychologisch versuche, in einen Begriff zu fassen, wie hat sie sich so entwickelt, dass aus diesem kollektiven Bewusstsein oder kollektiven Unbewusstsein dann die gewaltsame Kolonialisierung der fast der ganzen restlichen Welt, denken Sie, das ging bis hin nach China, die sogenannten Opiumkriege, die die Briten gegen China geführt haben und China mit Opium unter anderem aus Afghanistan geflutet haben, um sozusagen die chinesischen Mittelstand, wird man das heute nennen, also Führungsschicht, lahm zu legen. Das geht dann hin bis hin auch zu gewaltsamen Missionierungen. Es ist ja so, dass die heutige Welt und das heutige Wirtschaften sozusagen von Europa ausgehen, Stichwort Manchester-Kapitalismus, die industrielle Revolution, aber auch sozusagen das Hineintragen in die Welt einer bestimmten Weltanschauung ging von Europa aus. Dadurch sozusagen haben wir auch eine bestimmte Verantwortung und Fragestellung, nämlich zu fragen, was ist denn da eigentlich wirklich passiert? Was wurde teilweise auch verdrängt oder superkompensiert? Das ist das psychologische Wort für, wenn etwas übertrieben versucht wird, auszugleichen. Und das ist wiederum die Frage nach den Ängsten, auch nach der Paranoia, die vielleicht in dem abendländischen christlichen Weltbilden zutiefst als Schattenseite, ein weiterer Begriff aus der tiefen Psychologie, verankert sind. Und ich denke, ein Ansatz zur Lösung
der Globalisierungskrise oder der globalen Überlebenskrise wird unter anderem auch sein müssen, dass wir uns diese psychisch dynamischen Schattenseiten, die im Untergrund sozusagen von Wirtschaftspolitik oder auch von Wirtschaftsdepression, da haben Sie ja sozusagen in dem Bereich der Wirtschaft mit dem Begriff Wirtschaftsdepression ja durchaus eine psychische, eine psychologische Komponente, und damit werden wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir wirklich rankommen wollen an den Motor, an die Dynamik, mit der wir sozusagen die Welt so gestalten, dass wir eben am Ende eine globale Überlebenskrise für unsere Spezies herausbekommen. Es gibt einen kleinen Ansatz dazu. In einem Buch, das Anfang der 90er Jahre, 1991, erschienen ist, das mit dem Titel Selbstzerstörung, Weltzerstörung. Es war eine Forschungsgruppe von 18, 19 Tiefenpsychologen aus Berlin, die sich die Frage gestellt haben, was ist die psychische, die kollektiv-psychische Komponente an der zunehmenden Umweltzerstörung, an all diesen Effekten mit Klimawandel, die wir produzieren. Das Spannende ist, dass diese Gruppe sich nach etwa 3-4 Jahren aufgelöst hat, weil die Hälfte der Mitglieder, aber sie schildern das in diesem Buch, wie sie gemerkt haben, wie selber Widerstände in ihnen aufgestiegen sind, dass sie sich mit diesem Thema sozusagen des Geozids, des Biozids und des kollektiven Suizids, dass selbst sie als ausgebildete Psychologen nach 3-4 Jahren so weit waren, dass etwa ein Drittel der Arbeitsgruppe sozusagen die verschiedensten Gründe gebracht hat, warum sie nicht mehr weiter mitarbeiten wollen. Also dadurch ist es wertzuschätzen, ein Publikum zu finden, das zuhört. Denn selbst wenn die Profis merken, dass hier ein rationalisierter Abwehr gegen das Thema bei Ihnen aufkommt, dann ist es gerade sozusagen wert, dorthin den Blick zu richten. Der Professor Diekmann, der diese Arbeitsgruppe geleitet hat, spricht dann auch darüber, über seine eigene Erfahrung. Das war die Erfahrung der Generation nach dem Nationalsozialismus, wo die meisten behauptet haben, wir haben eigentlich gar nicht gewusst, dass es so schlimm ist mit Konzentrationslagern, mit allem drum und dran. Und er sagt, eigentlich haben wir heute wieder eine ganz ähnliche Situation. Wir haben gar nicht gewusst, sozusagen, was wir anrichten mit unserer Art von industrieller Expansion, mit unserem Kolonialismus, mit unserer Art, sozusagen, des, wie wir ein Wirtschaftssystem gestalten. Und er führt es darauf zurück, dass es ein ähnliches Verdrängungsmuster ist wie damals in seiner Generation. Ich zitiere ihn mal kurz: Alle haben es gewusst. Er sagt zu sich selbst: Auch du hast es gewusst. Und er sammelt die Splitter in seiner Erinnerung und schreibt dann, dass er sich sehr schmerzhaft eingestehen muss, dass ich praktisch fast alles gewusst habe. Damals glaubte ich, gegen die rote Gefahr, die Europa bedroht, ankämpfen zu müssen. Sie werden diese rote Gefahr, das war natürlich damals der Bolschewismus. Wir haben ähnliche Muster, die ein neues Feindbild mit der roten Gefahr präsentieren, jetzt mit China, der Herrscher der Welt. Und es ist ganz spannend, wenn Sie wirklich mal beobachten, wie diese alten Muster, wie diese in veränderter, variierter Form wieder auftauchen. Er spricht hier auf dieser Seite auch vom Club of Rome. Ich fange das ein Stück runter. Das ist die Seite 73 in dem Buch. Als er diese erste Publikation des Club of Rome gelesen hat, 1973, fragte er sich, was verdrängen wir heute schon wieder? Wo liegt heute der kollektive Schatten? Und das ist eigentlich eine Auseinandersetzung, die man durchaus anhand der Club of Rome Berichte führen könnte. Nämlich die Frage auch anhand dieser Club of Rome Berichte über die Bedrohung, die wir ja selbst verursacht haben, sie ist also humanogen, nachzudenken. Ein
der vorhergehende Bericht des Clapeau-Plomb, und zwar von Jorgen Randers, den Sie hier sehen mit 2052 genannt, ganz außen, hat auch sich noch ein Stück schon in diese Richtung mit der Komponente befasst, indem er sich gefragt hat, was passiert denn eigentlich, wenn ich wirklich alle Daten, die mir zur Verfügung stehen als Professor, als jemand, der jahrelang für Regierungen in Krisenszenarien mitgearbeitet hat, wenn ich die wirklich offen ausspreche und nicht durch einen Filter laufen lasse, was darf ich den Leuten zumuten, was kann ich den Leuten sagen und was verschweige ich lieber? Schauen wir uns an. Das ist die Seite 21 aus dem Report 2052. Dann sehen Sie auf der Seite 52, vor etwa 10 Jahren kam ich immer mehr zu der Überzeugung, die Menschheit werde in der Konfrontation mit großen, aber noch weitgehend lösbaren Problemen der Situation nicht gewachsen sein. Das Entscheidende ist, er sagt gar nicht, die Probleme sind unlösbar, sondern er sagt mit Vernunft und sozusagen, wenn sozusagen die Clapeau-Plomb-Bericht und anderes entsprechend umgesetzt würde, wäre es lösbar, aber seine Überzeugung wächst zunehmend, dass in der Konfrontation mit diesem eben Weltproblem, mit diesem Globalisierungsproblem, die Menschheit, in Anführungszeichen, dieser Situation nicht gewachsen sein wird. Ich war allmählich bereit zu glauben, dass der Wandel nicht stattfinden würde. Das ist äußerst mutig, das sind nicht ganz wenige, die tatsächlich, sage ich mal, so offen die Karten auf den Tisch legen und auch sozusagen über ihr Gefühlsleben, wenn sie sich mit den globalen Problemen auseinandersetzen, sprechen. Was nicht heißt, dass die Welt untergehen wird. Es heißt aber, dass die Zukunft weltweit weniger rosig aussehen wird, als es möglich gewesen wäre. Ich begann den Verlust zu akzeptieren. Ich überlegte, wie schlimm die Lage werden müsste, bis sich die Menschheit endlich entschließen würde, ihre Gewohnheiten zu ändern. Ich wagte aber nicht, mein Umdenken öffentlich zu machen. Ist das nicht spannend zu sagen, wir haben hier also einen hochkarätigen Wissenschaftler, der sozusagen einen Teil seines Bewusstseins, einen Teil seines Wissens, einen Teil seiner Wahrnehmung verschweigt, weil er nicht weiß sozusagen, ob er es ihnen zumuten kann, Klartext zu reden. Aus diesem Bericht noch eine zweite Seite. Ich war besorgt, es könne demotivierend wirken, würden wir zugeben, dass die Reaktion der Menschheit der Situation nicht angemessen war. Ich mache einen Vorschlag, deswegen habe ich Menschheit in Anführungszeichen gesetzt, man sollte eigentlich schreiben, der Spezies, Homo sapiens. Ich hatte vorhin schon kurz ausgeführt, wir haben de facto, sind wir noch keine Menschheit, wenn wir uns nicht in die Tasche lügen wollen. Carlo Schmidt hat mal gesagt, obwohl der von einem ganz anderen Ufer kommt, als ich, wie ich als Weltbürger, wer Menschheit sagt, der lügt. Stimmt mindestens auch als, auf ihn als Erzkonservativen, der während der Zeit des Nationalsozialismus auch mit dem Regime geliebäugelt hat. Aber es stimmt auch unabhängig davon. Wer momentan in seinen politischen Reden ja die Menschheit spricht, der hat sozusagen einen Bewusstseinsmangel, denn er sieht nicht, wir sind noch gar keine Menschheit. Im Gegenteil, momentan sieht es allein schon in Europa aus. Schauen Sie sich diesen Neonationalismus, der wieder aufkommt. Die FPÖ ist jetzt in der Regierung. Denken Sie an die PSI in Polen. Das sind ja ganz starke Tendenzen da, die genau in die Gegenrichtung gehen. Also alleine sozusagen ist es wagemutig, den Begriff Menschheit zu verwenden, weil leider für mich als Weltbürger ich sagen muss, wir sind noch gar nicht auf der Ebene, auf dem Level angekommen, wo wir uns wirklich wahrheitsgemäß als Menschheit bezeichnen können. Da haben wir aber noch ein verdammt großes und hartes Stück Arbeit vor uns. Er schreibt auch, dass die weltweit multilaterale Umweltpolitik immer schlechter funktioniert und
Er hat eine Konsequenz aus diesen Gewissensbissen gezogen. Sie sehen das hier in diesem Abschnitt, wo er davon spricht, dass er mit einer Psychologin drüber gesprochen hat, dass er körperlichen Schmerz verspürt beim Anblick der Forstmaschinen, wie sie die tropischen Wälder platt machen. Und dass diese Psychologin, diese Psychotherapeutin ihn dann erläutert hat, in ruhigem, professionellen Ton legte sie mir nahe, ich solle lernen, mit dem Verlust zu leben, zu akzeptieren, dass dieser oder jener spezielle Wald verloren war, endgültig, ohne die Möglichkeit einer Wiederauferstehung. Ich brauchte lange, um diesen Rat zu akzeptieren. Das erinnert mich an eine meiner ersten Fernsehsendungen, die ich moderiert habe. Damals war Professor Braungart mit im Studio 1989. Braungart hat als Eingangsstatement zu dieser TV-Diskussion, die Sie auch auf der Webseite der Weltdemokratie.de finden können, gesagt, dass er nach 20 Jahrzehnten an seinen Geburtsort zurückkam, sich auf einen Spielplatz gesetzt hat und der Geburtsort war am Rand des Ruhrgebietes und verblüfft war, wie sich das Ganze, also wie die Bäume verschwunden sind, wie immer mehr Beton kam. Und dann sah er zwei alte Damen auf dieser Parkbank sitzen, die sich darüber unterhalten haben, ach, ist das nicht schön hier? Und er sagte, Moment mal, was wird hier gespielt? Und das ist genau sozusagen diese Frage, dass wenn Sie sich dem ernsthaft auseinandersetzen wollten, Sie tatsächlich in eine psychologische Krise geraten können oder in eine spirituelle Krise, wo ja auch hier Professor Jochen Randers dann eine Psychologin zu Rate gezogen hat. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir uns sozusagen mit dieser Frage der inneren Grenzen unserer Spezies nicht befassen. Wo sind diese inneren Grenzen? Minuten sind vorbei. Der Buddha ist fast runterbrannt. Ich habe es leider nicht verstanden. Sie müssen ähnlich schreien wie ich, wenn ich Ihre Anregung aufnehmen sollte. Ich finde, das war jetzt schon lang. Das war jetzt schon lang. Ja, ich meine genau, glauben Sie bloß nicht, dass ich das nicht erwartet hätte. Das ist genau, das ist ein unangenehmes Thema. Sie haben vollkommen recht, das ist berechtigt und es steigt einem auf, könnte der Kerl davor nicht endlich mal damit Schluss machen. Ja? Aber leider, Sie nicken, das ist auch Ihr gutes Recht, aber leider sozusagen, wenn wir über Bewusstseinswandel sprechen wollen, wenn wir über Aufklärung, Enlightenment sprechen wollen, dann werden wir uns genau dem widmen. Denn das ist eine Kernfrage, warum die meisten der bisherigen guten Bemühungen entweder gescheitert sind oder zumindest nicht so weit vorgedrungen, dass wir wirklich in einen Bereich hineinkommen, wo wir sagen können, jetzt wandelt sich etwas. Und es ist eine verdammt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es ist eine verdammt unangenehme Frage, der wir lieber nicht ins Gesicht sehen wollen. Ich zeige Ihnen dennoch zum Abschluss ein letztes. Ja, Sie rennen offene Türen ein mit Ihrer Argumentation. Ich glaube, das ist der Mehrheit. Wir diskutieren nachher. Lassen Sie mich doch, geben Sie mir die Chance. Nein, Sie hatten 35 Minuten und jetzt hören Sie bitte auf. Wir wollen den Rademacher hören. Das ist manchmal auch Ehre. Es ist mir durchaus klar, dass sozusagen das Thema auf Widerstand stößt. Ich bin aber auch dankbar, Sie dass Sie immerhin eine halbe Stunde durch, Sie brauchen nur noch anderthalb Minuten, dass Sie eine halbe Stunde durchgehalten haben, sich das anzuschauen. Denn letztendlich, wenn ich Professor Eugen Brevermann zitieren darf, müssten wir uns auch fragen von der Zerstörung der Erde und des Menschen im Erbe des Christentums. Und dann sind wir nämlich bei unserem hochgelobten, christlichen Abendland, über dessen Schatten, den wir weltweit projizieren, wir uns ums Partout nicht unterhalten wollen, wo dann der Widerstand, will ich nicht mehr hören, so aufkommt. Aber gehen Sie diese Schritte noch ein paar Stufen weiter, ein paar Jahre weiter, und Sie werden genau diesen Zusammenbruch erleben, der das, was Sie verdrängen, bis vor Ihre Haustür und in Ihr Haus hineinbringt. Okay. Das war mein Beitrag zu den inneren Grenzen der Menschheit. Ja.
Ich grüße Sie auch alle. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Und versuche einmal ein bisschen die Problematik aus den Erfahrungen zu beschreiben, die ich mit dem Club of Rome habe. Und das ist auch eine lange Historie. Im Grunde genommen war das Buch Grenzen des Wachstums 1972 für mich selber, für mein Leben ein ganz wichtiges Buch und hat auch bis heute für mich eine große Bedeutung. Dieses Buch war ein absoluter Bestseller, aber das lag daran, dass es das erste Buch einer bestimmten Art war. Und ab und an passiert sowas und dann wird irgendwas ganz bekannt. Das Buch wurde 30 Millionen Mal in vielen Sprachen gedruckt und gelesen. Und der Club of Rome lebt bis heute von der Bedeutung dieses Buches. Wenn man über den Club of Rome redet, dann muss man sich immer darüber im Klaren sein, das sind maximal 100 Personen. Es gibt dann noch die sogenannten nationalen Chapters. In 30 Ländern gibt es nationale Organisationen im Geiste des Club of Rome, die sich mit dem Club of Rome austauschen. Der Club of Rome erlaubt ihnen, den Namen Chapter des Club of Rome zu tragen. Wenn man so will, ist es eine Art Multiplikationsbasis. Das sind dann vielleicht 3000 Personen. Aber der eigentliche Club of Rome sind nur maximal 100 Leute. Und das sind eher 100 Primadonnen. Also die kann man gar nicht zu irgendwas organisieren. Das ist praktisch unmöglich. Das sind alles schon Personen, die ihre Meinung haben. Und insofern hat es auch noch nie einen gemeinsamen Bericht des Club of Rome gegeben. Sowas gibt es nicht. Sondern der Club of Rome akzeptiert gewisse Bücher als Bericht an sich. Also deshalb werden Sie immer finden, Bericht an den Club of Rome. Bedeutet auch, der Club of Rome ist nicht schuld. Der Club of Rome akzeptiert nur, dass das ein Bericht an ihn ist. Und viele haben versucht, die Wirkung des ersten Berichts nachzuahmen. Das ist nie mehr gelungen. Das heißt, der ganz besondere Erfolg ist das erste Buch und es hat das Denken in der Zivilisation verändert. Dieses Buch ist allerdings sehr oft falsch verstanden worden, weil dieses Buch heißt ja Die Grenzen des Wachstums. Und viele schließen daraus, es ginge um die Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums. Und viele glauben, der Club of Rome hätte in diesem Bericht gesagt, wirtschaftliches Wachstum ist schlecht und wirtschaftliches Wachstum hat Grenzen und wir sollen also mit diesem wirtschaftlichen Wachstum aufhören. Das war aber nie die Aussage, sondern in dem Buch sind mathematische Modelle, die sagen, wenn bestimmte Dinge in bestimmter Weise wachsen und sie sind miteinander in bestimmter Weise korreliert, dann gibt es irgendwann ein Problem. Also, eine der wichtigsten Aussagen war, für den Wohlstand ist Energie von zentraler Bedeutung. Bei uns ist aber die Energie mit hohen Klimagasemissionen verbunden. Wenn wir jetzt ein hohes Wachstum haben und dieses Wachstum übersetzt sich in ein gleich schnelles Wachstum bei den Klimagasen, dann gibt es irgendwann 2000 so und so viel ein Problem. Wobei aber natürlich die Absicht war, dazu zu motivieren, dass wir das Tempo, in dem es ökonomisch wächst und das Tempo, in dem die Nutzung fossiler Energien wächst, dass wir diese beiden Tempi entkoppeln. Und das ist mittlerweile zu 50% gelungen. Also wenn wir über alles betrachtet irgendwo 50% Wirtschaftswachstum haben, dann haben wir 25% Energiewachstum und wir haben noch weniger Wachstum fossiler Energieträger und CO2-Emissionen.
Und durch diese Entkopplung, die ja die Absicht war, ziehen sich die Dinge viel länger hin. Und es kann ohne weiteres sein, dass wenn uns ein Energiesystem gelingt, das klimaneutral ist, umweltfreundlich, überall verfügbar, dann ist Wachstum überhaupt kein Problem. Also Wachstum ist nur insoweit ein Problem, als es die Umwelt belastet, das Klima belastet, den sozialen Zusammenhang belastet. Und ich würde mich jetzt bei meinem Vorredner anschließen. Oder wenn es zum Beispiel die psychologische Disposition des Menschen belastet und wir in Hektik kommen, in Burnout kommen, in Unfähigkeit zur sozialen Bindung, in Probleme mit der Reproduktion, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, Familien zu bilden, die funktionieren. Wenn sowas passieren würde, würden wir einen hohen Preis für das Wirtschaftswachstum zahlen. Aber solange es uns gelingt, es so zu entkoppeln, dass nirgendwo ein Problem ist, hat der Club of Rome mit Wachstum überhaupt kein Problem. Es gab aber Leute, die wollten auch die zweite Botschaft nicht. Die wollten also nicht, dass man darüber redet, dass das Wachstum bestimmte ökologisch-soziale Grenzen beachten muss. Und dann ist es in der öffentlichen Kommunikation eine tolle Strategie, dem anderen etwas zu unterstellen, was er gar nicht gesagt hat. Und so zu tun, als hätte der andere gesagt, wir dürften kein Wirtschaftswachstum mehr haben, und dann zu sagen, die sind ja alle Idioten, die haben ja nichts verstanden, die behaupten ja, wir dürften kein Wirtschaftswachstum haben. Und das hängt dem Club of Rome bis heute an. Also ganz viele Leute behaupten, der Club of Rome hätte falsche Prognosen gemacht, hätte die falsche Theorie in die Welt gesetzt. Dabei hat er das gar nicht, sondern hat Szenarien und Zusammenhänge diskutiert. Aber man hat dem Club of Rome etwas sehr erfolgreich unterstellt, weil man auch die zweite Botschaft nicht hören wollte, nämlich, dass man sich mit den Grenzen des Ökologischen, des Sozialen und des Kulturellen auseinandersetzen muss. Wenn man sich nun die heutige Welt anguckt, dann ist es vielleicht interessant, einfach festzustellen, die Staaten der Welt haben sich im Jahr 2015 auf ein Programm für die nächsten 15 Jahre verständigt. Dieses Programm heißt Agenda 2030 und besteht aus 17 Nachhaltigkeitszielen, die insgesamt etwa 169 Unterziele haben. Wie gesagt, das ist das Programm der Weltgemeinschaft, nicht das Programm des Club of Rome. Aber es ist doch ganz interessant, dass in diesem Programm als einstimmige Meinung der Staaten der Welt drinsteht, wir sollen möglichst 7% Wirtschaftswachstum mindestens bei den ökonomisch zurückliegenden Staaten erreichen, um die Armut zu überwinden. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, eine vernünftige Zukunft der Menschheit besteht darin, es gibt kein Wirtschaftswachstum. Dann gibt es Leute, die sagen, weniger ist sogar mehr. Dann gibt es Leute, die sagen, wir verändern den Begriff des Bruttosozialprodukts, dann bauen wir da das Glück ein. Dann überzeugen wir uns, dass je weniger wir haben, desto glücklicher wir sind. Und wenn wir das alles richtig mit Parametern ausstatten, dann wächst es insgesamt immer schneller, je ärmer wir materiell werden. Ich nenne das immer die Voodoo-Ökonomie. Also bei der Voodoo-Ökonomie glaubt man zum Schluss, es ging einem dann richtig gut, wenn man möglichst wenig hat. Ich glaube, das wird der Situation in dieser Welt überhaupt nicht gerecht, sondern das, was wir den materiellen Wohlstand nennen, ist in vielem etwas sehr Beglückendes. Es ist eine vernünftige Wohnung, es ist schönes Geschirr, es ist vernünftige Nahrung, es ist ein super Auto, mit dem man durch die Gegend fahren kann. Es sind tolle Rollerskates, für die Skifahrer sind es super Ski. Für die Leute, die mit irgendwelchem Rafting durch die Welt gehen, da sind es tolle Rafting-Einrichtungen. Für die, die die Berge hochsteigen, ist ein super Material für Bergsteiger. Und ganz viele Menschen finden in all diesen Aktivitäten ihr Lebensglück. Und natürlich ist klar, wenn jemand krank wird,
dann braucht er vernünftigerweise einen Doktor und eine Operation. Und wenn was am Herzen ist, braucht man einen Herzschrittmacher. Und wenn die Hüfte kaputt ist, braucht man eine neue Hüfte. Und wenn man einen Arm verliert, braucht man eine vernünftige Prothese. Und das alles ist sehr teuer. Uns zu retten ist sehr teuer. Uns zu retten ist sehr materialintensiv. Man braucht die Rettungswagen, man braucht die Rettungshubschrauber, man braucht dafür die Parkplätze, man braucht Kliniken der Hochmedizin, oberste Kategorie, man braucht dafür gut ausgebildete Leute, man braucht Informationssysteme, man braucht weltweite Satellitenkommunikation. Nur das alles gibt das Leben, das wir heute haben. Und ich wehre mich immer dagegen, dass man dieses Leben und alles, was wir haben, so schlecht redet. Ich habe mir auch angewöhnt, die Leute zu fragen, ob sie lieber vor 100 Jahren gelebt hätten. Weil da war gerade der Erste Weltkrieg zu Ende, da war wirklich was los. Ich weiß nicht, ist hier einer, der lieber vor 100 Jahren dabei gewesen wäre? Oder vor 200 Jahren, da waren gerade die Napoleonischen Kriege zu Ende, war auch schwer was los. Wurde Europa neu geordnet. Oder vor 500 Jahren hat Kolumbus die neue Welt entdeckt. Hätte man mit Rummer segeln können. Hätte man wirklich was erleben können. Neue Welten entdecken. Wollte einer dabei sein? Ich weiß nicht, wer hat den Film Der Medicus gesehen? Können Sie sich erinnern, wie das da war, wenn man zum Zahnarzt musste? Gottes Willen, ja. Also ich merke vor allen Dingen, junge Frauen haben den Horror bei der Vorstellung, sie wären ein paar hundert Jahre früher da gewesen. Und jetzt muss man doch vorsichtig sein, immer so zu tun, als wäre das eine furchtbare Welt. Und man muss auch vorsichtig sein, wenn man behauptet, wir haben die anderen am Globus ausgeplündert. Die anderen am Globus wollen alle, was wir haben. Die Chinesen wollen Autos und die wollen Rollerskates und die wollen auf die Berge. Und als Touristen kommen sie nach hier und gucken sich Heidelberg an. Und überall, wo sie sind, kaufen sie Gucci. Und zwar ohne Ende. Wenn sie mal durch Venedig gehen und die Chinesen einkaufen sehen, das ist die Steigerung von uns. Das ist aber genau dasselbe, wenn sie Leute aus Indien haben. Die Leute wollen, entscheiden sich für den materiellen Wohlstand, weil er das Leben deutlich verbessert. Und der Wunsch aller zurückliegenden Länder ist mehr Wohlstand. Und die Weltgemeinschaft hat sich darauf verständigt, dass sie das will. Wir wollen mehr Wohlstand für alle. Wir wollen Ausbildung für alle Kinder. Wir wollen für die Menschen dieselben Rechte wie für die Jungen. Wir wollen vernünftige Sanitätseinrichtungen für alle Mädchen. In vielen Schulen, da ist die Grenze der Beteiligung der Mädchen, dass es keine vernünftigen Toiletten gibt. Und darum kämpfen wir, ich bin zum Beispiel bei Rotary, bei Bevölkerungsentwicklung dabei, wir kämpfen für vernünftige Toiletten für Mädchen. Als Voraussetzung dafür, dass sie in die Schule können, als Voraussetzung dafür, dass sie ein modernes Leben haben können, aber auch als Voraussetzung dafür, dass die Bevölkerungsexplosion aufhört. Also, das ist eine schwierige Situation. Wir wissen nicht, wie die ausgehen wird. Aber ich wehre mich erstmal dagegen, dass man die irgendwo immer nur schlecht redet. Sondern das ist eigentlich ein Riesenerfolg, was wir hinbekommen haben. Die Frage ist nur, was passiert jetzt in der Zukunft? Nur auch an dieser Stelle ist es im Grunde genommen genauso wie früher. Wenn Sie 10.000 Jahre zurückgehen, 8.000 vor Christus, Beginn des Neolithikums, Steinzeit. Es gab damals 20 Millionen Menschen auf der Erde. Wir haben heute eine Menge Städte mit 50 Millionen. Die ganze Menschheit hatte damals 20 Millionen Köpfe. Das Interessante ist, die Erde war damals voll, weil die Erde kann nur 20 Millionen Jäger und Sammler ernähren. Und diese Jäger und Sammler haben überhaupt nicht nachhaltig gewirtschaftet. Die haben ganz viele Großwildarten ausgerottet, die eigentlich für ihren Lebensstandard von hoher Bedeutung waren.
Die Menschen haben zum Beispiel in Nordamerika das Pferd ausgerottet. Nichts war da nachhaltig. Der technische Fortschritt hat bewirkt, dass immer mehr Menschen auf der Erde vernünftig leben können. Das ist eine Folge von mehr Können, mehr Wissen und technischem Fortschritt. Natürlich wissen wir, das Problem in unserer heutigen Situation ist vor allen Dingen die enorme Beschleunigung. Also wir sind jetzt in einer Situation, wo die Dinge so schnell gehen, dass wir im Prinzip als Individuum mehrere Innovationszyklen in unserem Leben mitmachen müssen. Und dafür ist das Gehirn nicht vorgesehen. Früher war es immer so, die Innovation schlug erst durch, als der letzte Vertreter der alten Schule tot war. In der Wissenschaft ist es ein stehendes Wort gewesen, es muss der letzte Vertreter der alten Theorie sterben, dann kann die neue sich endlich durchsetzen. Aber heute geht es nicht mehr, weil erstens leben wir viel zu lange, wir sterben erst gar nicht. Und dann erfinden wir auch noch viel schneller und dann geht das alles nicht mehr. Und sagen wir mal, was eben da psychologische Probleme diskutiert wurde, hat viel damit zu tun, dass von uns eigentlich verlangt wird, unser Gehirn im Leben mehrfach umzuprogrammieren. Und das kann man mit einem Gehirn nicht beliebig machen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir geboren werden, kann man alles mit unserem Gehirn machen. Und ein Mädchen, was hier geboren wird, kann ohne weiteres im Regenwald mal die Häuptlingsfrau von irgendeinem Amazonasstamm werden. Und wenn sie ein Baby von so einem Amazonasstamm holen und tun das nach hier, das Baby kann mal Professor für Kernenergie werden. Überhaupt kein Problem, sie können mit dem Gehirn alles machen, aber nur am Anfang. Und je mehr sich das Gehirn verfestigt, je mehr es an Plastizität verliert, umso mehr Widerstand gibt es gegen das Neue. Und das sind die Konflikte, mit denen wir heute konfrontiert sind. Deshalb ist alles andere als sicher, dass die Zukunft eine gute Zukunft sein wird. Das ist eine klare Aussage vom Club of Rome. Das finden Sie vor allen Dingen in dem erwähnten Buch von Randers. Und das werden Sie auch in dem Buch von mir finden. Aber auch an dieser Stelle würde ich viel vorsichtiger diskutieren als eben mit Suizid und so weiter. Ich glaube, dass die Menschheit, selbst wenn sie es wollte, sich nicht umbringen kann. Wir sind eine unendlich zähe Truppe. Es gibt auch keine Möglichkeit, das Leben umzubringen. Es gibt auch keine Möglichkeit, diesen Planeten umzubringen. Also alle Panik von der Art, wir zerstören den Planeten, wir zerstören die Biosphäre, wir zerstören die Menschheit, das ist meiner Ansicht nach vollkommen am Thema vorbei. Man muss sich darum im Klaren sein, wir sind jetzt 7,5 Milliarden Menschen. Als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da waren wir 3 Milliarden. Das war 1965, 3 Milliarden. Wenn Sie nach 1800 gehen, da waren wir 1 Milliarde. Und als Kolumbus die neue Welt entdeckte, da waren wir 700 Millionen. Das ist weniger als ein Zehntel von heute. Selbst wenn die Hälfte der heutigen Menschen sterben würde, hätten wir immer noch fast 4 Milliarden. Das ist dann immer noch mehr als 90 und das ist dann immer noch viermal so viel wie im Jahr 1800. Also das vom Verschwinden der Menschheit ist keine Rede. Und es ist in der Historie auch sehr oft schiefgegangen. Wenn Sie sich das Ende des Römischen Reiches angucken, Rom war da mal eine Stadt mit etwa 1 Million Menschen und dann irgendwann war Rom eine Stadt mit vielleicht noch 40.000 Menschen. Und wenn Sie sich den 30-jährigen Krieg angucken, am Ende war ein Drittel der deutschen Bevölkerung tot und das halbe Land war zerstört. Für uns alle viel näher liegt das Ende vom Zweiten Weltkrieg. Da war hier materiell so ziemlich alles kaputt, aber es war nicht das Ende. Es geht nicht darum, dass wir mit dem Ende konfrontiert sind. Womit wir möglicherweise konfrontiert sind, ist mit einem hohen Verlust an zivilisatorischer Qualität. Wir haben etwas Tolles hingekriegt. Das hat es so historisch noch nicht gegeben. Vor allen Dingen Europa ist wahrscheinlich der beste Teil der Welt. Und man würde sich wünschen, dass das überall auf der Welt so wird,
kann aber sein, dass zum Schluss Europa so wird wie der Rest der Welt. Wir nennen das die Brasilianisierung der Welt. Der Übergang in eine Welt-Zweiklassengesellschaft, die Steigerung davon ist eine ökologische Katastrophe. Und das sind mögliche Zukünfte, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben. Also Herr Randers sieht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in einer Zweiklassengesellschaft oder in einem Kollaps landen, sicher weit über 80%. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit bei vielleicht 2/3. Also ich bin unter den Club of Rome-Leuten ein großer Optimist. Aber selbst als großer Optimist halte ich es für sehr viel wahrscheinlicher, dass wir in ernste Schwierigkeiten kommen, als dass die ganze Welt so schön wird wie Europa. Und der Grund dafür ist eine Beobachtung, die findet man in allen Club of Rome Büchern, die findet man bei den Vereinten Nationen, und die sagt im Wesentlichen Folgendes. Auf dieser Welt gibt es zwei Sorten von Staaten. Es gibt die reichen Länder, das sind die OECD-Länder, und alle OECD-Länder haben einen hohen Ressourcenverbrauch und hohe CO2-Emissionen. Nebenbemerkung, die Deutschen sind da besonders schön. Wir sind bei 10 Tonnen CO2 pro Kopf, glauben aber, wir seien die Guten. Wir sind also unendlich gut darin zu glauben, dass wir die Guten sind. Also die Franzosen sind viel besser, die haben 5 Tonnen CO2 pro Kopf. Aber das finden die Deutschen dann wieder furchtbar, weil die ja die Kernenergie haben. Und da merkt man plötzlich, den Deutschen ist viel wichtiger, keine Kernenergie zu haben, als das Klimaproblem zu lösen. Aber da haben wir auch kein Problem mit, wir sind trotzdem die Guten. Und zur Not machen wir noch einen Veggie Day und dann sind wir die ganz Guten. Ändert zwar nichts an den 10 Tonnen, aber einmal essen wir dann kein Fleisch. Also das ist so ein bisschen die deutsche Befindlichkeit. Unter weltweiten Aspekten ist so, reiche Länder haben hohe Klimagasemissionen, verbrauchen ganz viel Ressourcen. Das geht deshalb gut, weil es da nicht so viele Menschen gibt. Das sind nur etwa 1,5 Milliarden. Die armen Länder sind die Länder, die verbrauchen kaum Ressourcen, haben kaum Klimagasemissionen pro Kopf, sind dafür aber arm. Von denen gibt es 6 Milliarden. Jetzt kommen noch ein paar Milliarden Arme dazu. Ich glaube, jedem im Raum ist klar, dass es ganz schwierig sein wird, alle diese Armen in Wohlstand zu bringen und die Milliarden, die es noch gar nicht gibt, in Wohlstand zu bringen, weil das wird immer mehr Ressourcenverbrauch und immer mehr Klimagasemissionen zur Folge haben. Es ist eigentlich viel einfacher, den größten Teil der Menschen in unseren Ländern ärmer zu machen. Das ist viel einfacher. Wenn der Normalbürger bei uns kein Geld mehr hat, um Auto zu fahren, zu heizen, mit dem Flugzeug zu fliegen und Fleisch zu essen, sind wir einen Großteil der Probleme auf der Erde los. Das einzige Problem ist, dass das unsere Bevölkerung nicht will. Allerdings arbeiten viele daran, uns zu überzeugen, dass es uns dann besser geht. Ich habe das ja am Anfang beschrieben. Also vielleicht ist das psychologische Programm, uns zu erklären, dass es uns besser geht, wenn wir genügend arm werden, das beste Programm, um die Welt zu retten. Wobei es nicht mal so sehr darum geht, dass wir weniger verbrauchen, sondern wenn wir genügend arm sind, brauchen all die Armen am Globus nicht mehr reich zu werden. Weil die haben ja uns als Vorbild und wenn die nur dahin wollen, wo wir sind, müssen wir nur genügend runter, dann müssen die gar nicht mehr hoch. Und dann sparen wir richtig was ein. Und darum ist die Brasilianisierung der Welt so unendlich attraktiv. Aber wie gesagt, die Brasilianisierung der Welt läuft gegen die Logik aller Staaten. Und was das praktisch heißt, sieht man am besten an China. China hat mit seiner Ein-Kind-Politik und seiner konsequenten Industrialisierung den größten Beitrag zur Überwindung der Armut auf der Welt geleistet. Also aus der sozial-ökonomischen Seite der Nachhaltigkeit ist China der mit Abstand größte Erfolg. Aber die Chinesen haben im Gegenzug die Klimagasemissionen und den Ressourcenverbrauch hochgetrieben. Und wir haben mittlerweile die Situation, dass die chinesischen Klimagasemissionen pro Kopf
bei 7,5 Tonnen liegen, während die europäischen bei 6,8 liegen. Also die Chinesen haben pro Kopf viel höhere Emissionen als wir. Aber von uns gibt es nur 500 Millionen und von den Chinesen 1,4 Milliarden. Die Folge davon ist, dass die chinesischen Emissionen sind jetzt höher als die der USA, Europas und Russlands zusammen. Also Klimagasemissionen sind im Wesentlichen ein Thema Chinas. Absolut oder pro Kopf? Erstens pro Kopf und dann als Folge davon erst recht absolut. Ja? Ich meine, wir hätten ja mindestens gedacht, dass die pro Kopf niedrig sind, aber weil sie so viele sind, haben sie trotzdem viele Emissionen. Nein, es ist viel schlimmer. Die haben pro Kopf mehr Emissionen als wir. Dann ist natürlich klar, dass sie absolut viel, viel mehr Emissionen haben als wir. Und weil sie sich als Entwicklungsland verstehen, dürfen sie unter dem Paris-Vertrag ihre Emissionen auch weiter erhöhen. Und das tun sie auch. Man muss wissen, dass die Chinesen im letzten Jahr 100-mal so viel Beton verbaut haben wie die Deutschen. 100-mal. Die Chinesen haben pro Kopf über eine Tonne Zement verbaut. Die Chinesen haben in 5 Jahren mehr Beton verbaut als die USA in ihrer gesamten Historie. Und da sieht man, was das bedeutet, Wohlstand zu produzieren für Milliarden Menschen. Und das größte Problem, das wir weltweit vor uns haben, ist die Möglichkeit, dass die Inder und Afrikaner dasselbe erfolgreich tun könnten wie die Chinesen. Und wenn die Inder und die Afrikaner erfolgreich sein sollten, dann brauchen wir über Klima nicht mehr zu reden. Wenn sie aber nicht erfolgreich sind, dann geht die Bevölkerungsexplosion weiter und dann kriegen wir ein Migrationsproblem, das wir nicht lösen können. Und da brauchen wir über die Zukunft auch nicht zu reden. Dann landen wir in der Zweiklassengesellschaft. Und darum ist die Situation so schwierig. Und jetzt können Sie sagen, das ist ja alles hoffnungslos, was ich erzähle, ob ich Sie deprimieren will. Also ich ende jetzt mit ein paar Hinweisen auf das Programm, an dem wir aktiv arbeiten, insbesondere in Deutschland mit dem Minister Müller. Das ist der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, mit dem wir zum Beispiel letztes Jahr den Marshallplan für Afrika vorgestellt haben. Und ich reduziere das mal auf 3 Punkte. Wir brauchen eine Wohlstandsexplosion in Indien und Afrika, aber die muss ganz anders sein als die in China und sie braucht ganz andere Ressourcen. Und diese Ressourcen müssen so sein, dass sie CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Also nicht wie Beton und Stahl in Verbindung damit mehr CO2, sondern wir brauchen eine Lösung, die das CO2 aus der Atmosphäre rausholt, sodass wir bei mehr Wohlstand weniger CO2 in der Atmosphäre haben. Und da gibt es 3 wichtige Ansätze. Der erste ist Aufforstung, Aufforstung, Aufforstung. Vor allen Dingen auf degradierten Böden in den Tropen, potenziell auf 1 Milliarde Hektar. Das sind frühere Regenwaldflächen, die jetzt für Landwirtschaft nicht mehr brauchbar sind, weil sie ausgelaugt sind. Diese Flächen müssen wir aufforsten. Und das Holz muss der entscheidende neue materielle Werkstoff werden, wie früher. Und dieses Holz bindet CO2. Deshalb sollte man Holz nach Möglichkeit niemals verbrennen. Holz sollte nach Möglichkeit immer wie hier materiell genutzt werden, damit wir für 100-200 Jahre das CO2 darin einfangen. Und mit der Zeit, die wir uns kaufen, müssen wir neue Energiesysteme entwickeln. Da müssen wir uns Zeit kaufen. Und die müssen wir nutzen. Der 2. Punkt ist Landwirtschaft, im Besonderen Humusbildung und ganz besonders wichtig Biokohle. Praktisch alle überzähligen Pflanzenreste, praktisch alle überzähligen Holzreste müssen in Biokohle verwandelt werden. Diese Biokohle hat 80% Kohlenstoff. Und die muss man in die Erde arbeiten, die wirkt dort als Accelerator für Humus und sie bindet das CO2 potenziell für 1000 Jahre. Und das muss man auf einer anderen 1 Milliarde Hektar Boden machen, vor allen Dingen in den Halbwüsten Afrikas.
In diesen Halbwüsten muss man fruchtbare Landwirtschaft kreieren, damit Afrika seine wachsende Bevölkerung ernähren kann, damit man Millionen und Abermillionen Arbeitsplätze schafft. Und zum Schluss muss Afrika Nahrung nach Europa exportieren und nicht umgekehrt. Und die dritte und letzte Dimension sind sogenannte synthetische Kraftstoffe. Man muss die erneuerbare Energie zum Beispiel der Sahara nutzen, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Man muss den Wasserstoff nehmen als die Basis neuer Kraftstoffe. Zum Beispiel gibt Wasserstoff mit CO2 zusammen Methanol. Methanol ist einer der attraktivsten potenziellen Zukunftskraftstoffe, die es gibt. Und man muss sich von der absurden Vorstellung trennen, die Energiewende in Deutschland mit Elektroautos zu bewältigen. Und stattdessen muss man auf vernünftige Automobile mit synthetischen Kraftstoffen setzen, möglichst den neuen Diesel, den vor wenigen Tagen Bosch angekündigt hat. Und wir müssen also Lösungen finden, wo wir nicht unsere ganze Automobilindustrie kaputt machen, auch Lösungen, wo wir nicht alle Häuser verpacken müssen. Wir müssen gucken, dass wir synthetisches Heizöl bekommen. Dann ist unser Heizen klimaneutral. Da müssen wir nichts anderes tun, als vernünftige, klimaneutrale, synthetische Kraftstoffe verwenden. Und wenn die zum Beispiel in Afrika oder in der MENA-Region entstehen, dann gibt es massive Geldflüsse in diese Länder. Und das brauchen die für Entwicklung. Und wir zahlen dann nicht für Öl, wir zahlen dann eben für synthetische Kraftstoffe. Das gibt die Entwicklung da, wo wir sie brauchen und ist für uns viel billiger als das Programm, das wir im Moment fahren. Der Schlüssel dafür ist wahrscheinlich, dass sich alle leistungsstarken Akteure freiwillig klimaneutral stellen. Das ist ein Thema, an dem wird in Breite gearbeitet. Vor allen Dingen die Reichsten in unseren Gesellschaften und die reichsten Firmen und die reichsten Städte und Gemeinden sind die sogenannten Top-Emitters. Dahinter stehen Individuen, die haben nicht 10 Tonnen CO2 pro Jahr, die haben 100 Tonnen, 500 Tonnen, 1000 Tonnen. Diese Personen müssen motiviert werden, sich klimaneutral zu stellen, im eigenen Interesse. Und das gibt die Finanzmittel, die wir brauchen, um die Veränderungsprozesse zu finanzieren, die letzten Endes dann auch die Agenda 2030 umsetzen. Das heißt, diese Art von Lösung des Klimaproblems hat sogenannte Co-Benefits für alle SDGs. Wir adressieren dann die SDGs und das Klimaproblem gleichzeitig und in einer Weise, dass es für uns preiswerter ist als das, was wir im Moment machen, verbunden mit einer Wohlstandsexplosion in Afrika und Indien und das verbunden mit einem neuen Ressourcentyp, der CO2 aus der Atmosphäre rausholt, statt die Atmosphäre weiter zu belasten. Vielen Dank. Ich habe so ungefähr mitgezählt, wir haben so 17, 18 muss und müsste. Ich beobachte ja beim Club of Rome wie bei der UNO, wir haben ja die Millenniumsziele unter Kofi Annan gehabt. Wir müssen ja auch ganz ehrlich sein, dass viele dieser Ziele, die wir stecken, die sinnvoll wären zu erreichen, auch gar nicht erreicht werden. Oder dass wir auch Rückschritte hinnehmen müssen, denken Sie dran jetzt unter der neuen US-Regierung, der Austritt aus dem Kyoto-Protokoll und viele andere Dinge. Wir gehen davon aus, und das ist eine so der grundlegenden Kritiken ja auch, dass all das, was Sie sagen, vernünftig ist. Nur es wird nicht oder nicht im ausreichenden Maße oder wenn, dann sozusagen mit einer unglaublichen Verspätung getan. Ich will ein Beispiel nennen. 1989 saß ich mit Dr. Alexander King, der war damals Präsident des Club of Rome, bei der Tagung in Hannover zusammen, habe ihn für eine Zeitschrift interviewt. Da sagte Dr. Alexander King, wir haben ein Projekt laufen, das nennt sich Forum Humanum. Wir wollen junge Menschen an die Ideen, an die Vorgehensweise, an das globale Denken des Club of Rome heranführen. Ein paar Jahre
Zwei Jahre später erschien dann übrigens 1991 der erste Bericht des Club of Rome, der hieß nämlich Die globale Revolution. Es gab tatsächlich einen Bericht, der nicht ein Bericht an den Club of Rome war, sondern ein Bericht von Bertram Schneider und Dr. Alexander King im Namen des Club of Rome mit der globalen Revolution, wo bestimmte Parameter festgelegt wurden, die innerhalb von 10 Jahren, das war sozusagen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, diese sogenannte Friedensdekade, 1991 dann bis 2001. Und wenn ich dieses Buch durchgehe, und ich habe zufälligerweise in dem Verlag gearbeitet, im Lektorat, der dieses Buch damals in Deutschland, die deutsche Ausgabe, rausgegeben hat, dann kann ich sehen, dass 85-90% der Dinge, wo Dr. Alexander King gesagt hat, die müssen innerhalb von 10 Jahren auf den Weg gebracht werden oder erreicht werden, nicht geschehen sind. Und deswegen stellte ich ja eingangs auch die Frage nach diesen tieferen, nach den tiefen psychologischen Hemmnissen. Natürlich ist alles, was Dr. Rademacher gesagt hat, soweit vernünftig. Und es wäre schön sozusagen, wenn es 1:1 aufgenommen, adoptiert und umgesetzt wird. Aber wir wissen doch alle, und sogar ohne, dass wir in die Medien blicken müssen deswegen, dass es eben gerade nicht so geschieht. Und wir können auch nicht erwarten, dass der Rest der Welt darauf wartet, bis wir sozusagen neue technologische Erfindungen gemacht haben. Seit Jahrzehnten bombardieren wir die dritte Welt mit Fernsehserien wie Dallas, Denver Clan, mit unserer Konsumwerbung. Also alleine da ist es schon sozusagen nachvollziehbar, dass die sagen, das wollen wir auch. Und ehrlich gesagt, wer von uns würde denn in Ländern Afrikas sitzen bleiben, wo links und rechts die Nachbarn verhungern, wo die Verödung der Wüste voranschreitet, wo Bürgerkriege, teilweise auch Stellvertreterkriege, die dort geführt werden, abgehen und sich nicht auf den Weg machen. Wir hatten 1990 den Film Der Marsch, der damals stark diskutiert wurde, und in diesem Film Der Marsch wurde das Szenario aufgezeigt, dass sich nicht ein paar Zehntausende, sondern dass sich über 500.000 Menschen auf Afrika auf dem Weg nach Europa machen und bei Gibraltar übersetzen nach Spanien. Der Film endete mit der letzten Szene, wo eine europäische Sondereingreiftruppe die Gewehre, die Maschinengewehre auf diese Menschen richtete, und dann war sozusagen der Cut. Was wäre tatsächlich passiert? Mit einer solchen Welle sind wir ja bislang noch gar nicht konfrontiert. Was würde denn passieren, wenn diese Welle tatsächlich durchkäme und, sage ich, diese Eingreiftruppe abdrücken würde? Europa wäre nie wieder dieses Europa, was wir jetzt kennen. Das Europa danach wäre ein Durchbruch alter faschistoider Impulse. Das heißt, wir hätten dann nicht nur die PiS in Polen, wir hätten nicht nur die FPÖ und die Front National, sondern wir hätten tatsächlich in den meisten Ländern Europas gedreht faschistoide Regime, die teilweise von der Bevölkerung unterstützt werden, die nur eins sagen: weiter so, so lange wie möglich für uns, vielleicht mit ein bisschen noch Dreingabe, ein bisschen mehr grüne Technologie. Und dadurch kommen wir sozusagen aus diesem Teufelskreis der Vernunft, was getan werden müsste, wie gesagt, 17 Mal. Wir kommen da nicht raus, wenn wir nicht hinschauen, warum wird es nicht getan. Und es ist nicht nur sozusagen eine wirtschaftliche Frage oder eine technologische Frage, sondern es ist eine tiefenpsychologische Frage, was sich da abspielt. Also mir ist erstmal wichtig, in Pessimismus kann man mich kaum überholen, ja. Sie haben vorhin behauptet, Sie wären der letzte Optimist. Ja, aber selbst als Optimist habe ich ja gesagt, ich gebe uns eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel. Und ich halte Brasilianisierung und Kollaps mit Wahrscheinlichkeit für 2/3 das wahrscheinlichste Ergebnis. Also alles, was ich gesagt habe, ist immer unter der Prämisse, dass ich davon ausgehe, dass wir wahrscheinlich das erwünschte Resultat nicht erreichen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das, sagen wir, eine beliebig weitgehende Verrohung wäre. Wenn hunderte Millionen aus Afrika würden nach hier kommen wollen, ist für mich vollkommen klar, dass wir zur Not militärisch das verhindern. Das ist die einzige vernünftige Politik in so einer Situation. Aber wir sorgen schon dafür, dass das materiell praktisch gar nicht geht. Da sind
läuft schon eine ganze Menge. Wir werden wahrscheinlich Nordafrika mit viel Geld in eine Art Bollwerk verwandeln. Also das ist alles, was in der Hinsicht unkontrolliert passiert, schon jenseits der Sahara aufgefangen wird. Wir werden allerdings hoffentlich eine kluge Einwanderpolitik organisieren. Die hängt an Qualifikation und gemeinsamen Bedürfnissen. Und wir werden alles tun, damit Wohlstand in diesen Ländern entsteht. Jetzt ist mir wichtig, Sie haben gesagt, wir haben so viel historische Erfahrung, was alles nicht klappt, wie die MDGs und so. Ja? Ich habe das eben nicht nur gesagt, wir haben dafür sogar ein Gutachten geschrieben. Wir haben für das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ein Gutachten geschrieben, warum die SDGs unter dem heutigen Paradigma nicht realisierbar sind. Was ist das nochmal? Das sind die sogenannten Sustainable Development Goals der Weltgemeinschaft. Das sind 17 Ziele. Und zu denen gehört, die Armut wird überwunden. Alle Menschen bekommen einen auskömmlichen Job. Jungen wie Mädchen haben dieselbe Ausbildung. Wir sichern die Biodiversität. Wir sichern das Leben im Meer. Wir sichern das Leben auf dem Land. Wir stabilisieren das Klima. Und was immer Sie sich wünschen, ist da drin. Ja? Weil es gibt auch noch 169 Unterziele. Aber es gibt einen tiefen inneren Widerspruch, weil unter den heutigen Governance-Bedingungen und den heutigen Bedingungen der Ökonomie kann man diesen Wohlstand nicht produzieren, ohne die Umwelt und das Klimasystem total zu destabilisieren. Man muss es anders machen. Und anders machen, dafür braucht man vor allen Dingen sehr viel Geld. Was auf diesem Globus passiert, ist alles, was sich mit sehr viel Geld selber rechnet. Nee, man braucht kein Geld, man braucht Rohstoffe. Es bitte? Gibt ja kein Geld, man braucht Rohstoffe. Wasser, Öl, Gas, Geld gibt es doch gar nicht, wird doch gedruckt. Also ich meine, wir können jetzt unsere Zeit auch damit verbringen, uns über das Funktionieren von Finanzsystemen zu unterhalten. Ja? Aber ich glaube, das Funktionieren des Finanzsystems ist nicht unser heutiges Thema, obwohl es ein höchst interessantes Thema ist. Sondern wenn Sie Entwicklung haben wollen, muss sich Entwicklung rechnen. Das ist das chinesische Modell. An dem chinesischen Modell haben wir ganz viel verdient und die Chinesen haben ganz viel verdient. Es war für uns attraktiv, es war für die Chinesen attraktiv. Darum sind wir mit wahnsinnigen Investitionen nach China und wir verdienen heute in China ganz viel Geld. Und weil China die Macht hatte und den Markt das zu organisieren, haben wir die Partnerschaft mit China gemacht. Und in dieser Situation ist Entwicklung, sind 8-10% Wachstum pro Jahr möglich. Wir müssen jetzt was Ähnliches in Afrika hinkriegen und wir müssen es auch noch so hinkriegen, dass wir das Klima nicht destabilisieren und die Ressourcenbasis verbessern. Und ich habe eben Ihnen beschrieben, wo die Ansatzpunkte für diesen ökonomischen Prozess sind, der sich rechnet. Wir wissen auch, was der kalkulatorisch kostet. Wir brauchen die nächsten Jahrzehnte jedes Jahr 500 Milliarden Dollar sozusagen als Impulsfinanzierung für diesen Prozess. 500 Milliarden Dollar ist für die vermögenden Teile der Weltbevölkerung wenig Geld. Staaten können dieses Geld nicht aufbringen. Wir müssen also eine private Schiene aktivieren und es muss sich rechnen. Und es rechnet sich am meisten, wenn wir Entwicklung in Afrika und Indien so gestalten, dass so unser Klimaproblem viel billiger gelöst wird, als wenn wir es hier lösen. Das ist Win-Win, ist eine Menge Geld zu verdienen, macht ganz viel Sinn. Wir kümmern uns jetzt um Farmen mit 10.000 Hektar in Algerien und Marokko. Und diese Farmen werden richtig viel Geld abwerfen, weil da immer die Sonne scheint und weil der Boden nichts kostet. Und wenn man das richtig macht, ist ein ganz großes Business drin. Aber dazu muss sich auch die Logik ändern. Und das wird gerade vorbereitet und ich sage Ihnen jetzt schon, was dieses Jahr noch vor Katowice, vor der nächsten Klimakonferenz passieren wird. Wir werden von deutscher Seite ein Programm bekommen, ein Bündnis Entwicklung und Klima. Und dieses Bündnis motiviert die Menschen, die Firmen, die reichen Kommunen, dass sie mit ihrem Geld sich klimaneutral stellen, Co-Benefits erzeugen
und letzten Endes eine vernünftige Zukunft für uns alle und sich selber organisieren. Es gibt schon ganz viele, die das machen. Es gibt aber kein, ich sag mal, integriertes Reporting. Meine Hoffnung ist, dass spätestens 2022 Deutschland pro Jahr 1 Milliarde Tonnen CO2 in Nicht-Industrieländern kompensiert. Dann sind wir der erste klimaneutrale Industriestaat der Welt. Das Problem kann man nicht hier lösen. Man muss es in Afrika und Indien lösen. Das ist relativ preiswert. Und es gibt ganz viele Co-Benefits. Und wenn die Denke dahin kommt, dass wir das so machen, haben wir meiner Ansicht nach eine Chance. Das ist ein sehr konkretes politisches Programm, das auf die ökonomischen Prozesse setzt und das letzten Endes darauf abzielt, dass die entscheidenden Akteure mit einsichtsvollem Egoismus zu ihrem Vorteil tun, was der Vorteil von uns allen ist. Bevor wir in die Pause gehen, Sie hatten vor ein paar Minuten in einem ganz kleinen Nebensatz fast gehaucht das Wort Global Governance erwähnt. Denn solche Prozesse müssen ja auch sinnvoll sozusagen begleitet oder koordiniert werden. Der Club of Rome hat 1995 einen Bericht herausgegeben, ist die Erde noch regierbar? Von Professor Jessica Drohr aus Jerusalem, wo nämlich genau die Frage gestellt wurde, dass all die Muss-Vorschläge oder all das, was sinnvoll wäre zu tun ist, teilweise auch an den politischen Verhältnissen scheitert. An den Konkurrenzdruck, an das Gegeneinander-Einarbeiten. Und die Kernthese des damaligen Club of Rome-Berichtes von 1995, ist die Erde noch regierbar, lautete, dass alle guten Vorschläge, die der Club of Rome bringt, letztendlich daran scheitern könnten, dass wir kein Global Governance, also keine globale Regierungsformen, keine sozusagen keine Instanz, die für globale Probleme zuständig ist, hinbekommen. Vor ungefähr 4 Monaten hat der Spiegel getitelt G20 als neue Weltregierung. Also dieses Thema, wie regieren wir die Welt, ist ja auch durchaus ein Thema, was den Club of Rome begleitet, das auch in Ihrem Buch selber vorkommt. Dafür würde ich, bevor wir die Pause gehen mit dem Publikum, gerne noch, weil das ja ein Thema von Weltbürgern und Weltföderalisten ist selbstverständlich, die Organisationsebene, Menschheitsorgane zu bilden. Wie ist da sozusagen Ihre Perspektive darauf für die Durchsetzung all der Dinge, die Sie gesagt haben, scheitert das letztendlich nicht auch mit an der Global Governance Frage, wenn die nicht gelöst wird? Also die Global Governance Frage hat eine sehr hohe Bedeutung. Man muss aber, damit es nicht funktioniert, ein Staat sein. Es gibt auch verteilte Governance Strukturen wie in der Europäischen Union, die gut funktionieren, obwohl man nicht den Charakter von Staatlichkeit hat, den wir im Moment zum Beispiel in Deutschland haben. Also ja, die Global Governance Frage ist von zentraler Bedeutung. Sie wäre insbesondere von zentraler Bedeutung, wenn wir die globalen Probleme so würden lösen wollen, dass in einer Demokratie per Abstimmung zum Beispiel entschieden wird, dass alle Menschen auf der Erde ein Mindesteinkommen bekommen. Das wäre sozusagen globales Hartz IV. Wären wir eine Weltdemokratie, bekämen wir sofort globales Hartz IV. Wir sind aber keine Weltdemokratie. Und deshalb bekommen wir kein globales Hartz IV. Und wir würden nicht vorschlagen, dass wir erstmal die Weltdemokratie hinkriegen, damit wir dann das globale Hartz IV hinkriegen und dann machen wir auch global das Umweltgesetz und schützen das Klima und so, weil wir dafür gar nicht die Zeit haben. Das heißt, das haben Sie ja eben an meinem Vorschlag gemerkt, der ist sozusagen viel trickreicher. Der sagt nämlich, nehmen wir die Governance, die wir heute haben, und die ist im Wesentlichen definiert durch die Welthandelsordnung, durch die Handelsverträge, durch die Architektur des Weltfinanzsystems und das, was die Vereinten Nationen vereinbaren als Soft Law. Das ist die momentane Governance-Struktur. Und überlegen, was sich unter dieser Governance-Struktur und angesichts der Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, vielleicht ökonomisch machen lässt.
wo wir also mehr ein Einsichtsproblem haben als ein Governance-Problem. Ich wiederhole mich nochmal, angesichts des großen Risikos der Migrationsfrage, angesichts des großen Risikos der weiter explodierenden Weltbevölkerung und angesichts des Klima- und Ressourcenrisikos, wenn wir es einfach so laufen lassen, spricht ganz viel dafür, dass entscheidende Akteure eine andere Strategie unter der bestehenden Governance nehmen werden. Sie können das an dem Programm vom Minister Müller erkennen, aber interessant ist auch, dass das genau das Thema auf den beiden letzten Weltwirtschaftsgipfeln von Davos war. Also in Davos war die größte Bedrohung für den Zusammenhalt unseres weltökonomischen Systems einerseits die aufgehende soziale Spaltung und andererseits das Klima- und das Ressourcenproblem. So, und in dieser Situation muss man unter den Governance-Bedingungen, die wir haben, versuchen, die richtigen Vehikel zu finden. Und ich habe mich eben bemüht, die zu beschreiben. Die liegen vor allen Dingen in einer neuen Ressourcenbasis, und das kann nur das Holz sein. Und die liegen in der Aktivierung der Halbwüsten, die in blühende Gärten verwandelt werden müssen. Diese ökonomische Option gab es vor 20 Jahren nicht, weil wir die erneuerbaren Energien dafür nicht hatten. Heute haben wir in Marokko den größten Park erneuerbarer Energie der Welt. Der nächstgroße ist gerade in Ägypten im Bau. Also wir haben jetzt eine neue Lage durch neue Technologien, durch neue Bedingungen. Wir brauchen auch keine Demokratien dafür. Für das, was ich gerade sage, braucht man keine Demokratie. Selbst da, wo der ISS die Herrschaft hatte, in Syrien, Irak, sind die Öllieferungen immer weitergegangen. Da, wo richtig Geld verdient wird, sind sich alle einig. Cash macht beweglich. Wir müssen Cash generieren, richtig viel Geld. Und der Punkt, dass da irgendwo natürlich Korruption ist, der heißt nur, wir müssen das Geld für die Korruption noch mitverdienen. Ja? Der Prozess muss erstmal laufen. Und wenn der läuft und wenn sich der Wohlstand aufbaut, dann geht die Korruption in einen anderen Typus über. Dann verändern sich die Dinge. Aber wenn Sie nicht die Geldmaschine unter den bestehenden Bedingungen in Gang setzen, haben Sie keine Chance. Mit einer anderen Global Governance hätten Sie andere Geldbedingungen. Aber ehe wir eine globale Governance des Typs, die wir brauchen, hinkriegen, brauchen wir mindestens 50 bis 100 Jahre im besten Fall. Und die Zeit haben wir nicht. Also wir müssen unter der Governance, wie sie ist, mit viel Intelligenz eine Lösung finden, die sich rechnet, rechnet für uns und rechnet zum Beispiel für Afrika und Indien. Genau, ich soll ansagen, dass 10 Minuten Pause sind. Sie bekommen hinten noch Getränke, es gibt die Büchertische und um wie viel Uhr ist das? 10 Minuten? Viertel von 9. Und dann kommen wir zu Ihren Fragen. Damit verbunden sind. Heute Abend interessiert es uns nicht, alle diese Fragen klären zu können, sondern heute Abend ist Gelegenheit, dass Ihre Fragen noch Raum haben und dass Sie mit Ihrer Auseinandersetzung noch vielleicht ein Stückchen weiterkommen. Deshalb bündel ich ein wenig, das heißt, ich lade Sie ein, eine Frage entweder an den einen oder anderen Referenten zu stellen. Und wir halten es so, dass ich dann frage, wer hat etwas Ähnliches in die Richtung, sodass wir ungefähr ein Themenbündel kriegen. Und dann je nach Themenbündel darauf dann nochmal eingehen. Es darf durchaus sein, dass wir am Anfang auch mit der einen oder anderen Verständnisfrage anfangen, weil vielleicht das eine oder andere nicht so klar ist. Damit kann man wirklich auch gut beginnen. Ich gehe ein bisschen mit dem Mikrofon rum und. Achso, ihr könnt auch selber halten. Ja. Ich bin ganz stark. Also, ich bin der Sauter, Rademacher. War schon immer fasziniert, habe mich das erste Mal, als ich jetzt heute gehört habe, mal irgendwie auf einer großen Veranstaltung des Deutschen Sparkassentags, aber ist egal. Die Lösungsansätze, wo das jetzt war, ich meine,
hier in Heidenheim ist besonders toll für mich als Ur-Heidenheimer. Also diese Lösungsansätze sind eigentlich hochspannend und interessant. Und ganz knapp und kurz die Frage, könnte uns hier, also den reichen, den wohlhabenden Staaten weiterhelfen, eine deutliche Ausweitung der CO2-Steuer? Okay, ich frage mal Thema CO2, Thema Steuer. Wessen und welche Frage geht in eine ähnliche Richtung? Das war eine andere Wortmeldung. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mit dieser Wortmeldung. Ist vielleicht jemand, da war eine Hand. Ja, ja, so. Ja, gerne, komm. Komm ein bisschen vor, so ganz weit ist die Schnur nicht. Es geht nicht ganz in die Richtung CO2-Steuer. Aber Sie haben sich da verkämpft für die synthetischen Kraftstoffe und ich bin ja mit ganz vielem einig, aber bei den synthetischen Kraftstoffen haben gleichzeitig die Elektromobilität so als bisschen eine unsinnige Technologie charakterisiert. Ihnen ist doch klar, was für schlechte Wirkungsgrade die Verbrennungsmotoren haben und wenn man synthetische Kraftstoffe erzeugen will mit erneuerbaren Energien, dass man um den gleichen Pkw-Kilometer zu fahren ungefähr fünfmal so viel elektrische Energie braucht, wenn man das über synthetische Kraftstoffe macht, wie wenn man direkt die Elektromobilität nutzt. Das habe ich nicht verstanden, wo da der Sinn sein soll. Okay, schauen wir mal, was sich vielleicht tut an technischer Entwicklung. Also das erste Thema war ja die Frage einer CO2-Steuer. Es gibt eine Alternative zu einer CO2-Steuer, das ist ein sogenanntes Cap-and-Trade-System, bei dem man einen Deckel auf die Emissionen setzt und Emissionsrechte im Markt handelt. Ökonomisch betrachtet geht Cap-and-Trade wirkungsvoller als Steuer. Und wir haben in Europa für die Hälfte unserer energetischen Prozesse in der Ökonomie haben wir ein Cap-and-Trade-System, das alle Ziele bisher erreicht hat, die sich Europa gesetzt hat. Das heißt, wir haben ein Cap-and-Trade-System und es funktioniert. Der Nachteil dieses Cap-and-Trade-Systems ist, dass es nicht so ambitioniert ist, wie wir hätten sein können. Das heißt, wir hätten mit einem viel kleineren Cap arbeiten können und das hätte auch funktioniert. Aber das haben wir uns nicht zugetraut. Aber was wir uns zugetraut haben, haben wir mit diesem Cap-and-Trade-System erreicht. Es gibt eine zweite Hälfte der Ökonomie, die ist bisher nicht reguliert. Und im Moment wird diskutiert, ob man für diese zweite Hälfte der Ökonomie einen CO2-Preis nimmt. Und das ist ein möglicher Ansatz. Ich fände es zwar besser, wir hätten ein Cap-and-Trade-System für die ganze Ökonomie. Und ich bin im Verkehrsbeirat der Bundesregierung. Wir fordern schon immer, dass der Autoverkehr, der Schwerlastverkehr, dass das alles in das Cap-and-Trade-System kommt. Aber die Politik will das nicht. Ich könnte Ihnen jetzt erläutern, warum die das nicht will. Die will das nicht. Lobbyismus, ne? Na, ja, es ist noch ganz anders. Wir zahlen doch auf dem Benzin bereits 2/3 Steuern. Wir haben schon 65 Cent, wenn man so will, Klimasteuer. Auf jedem Liter Benzin. Und was man brauchen würde zur Kompensation des CO2s sind 3 Cent mehr. Darum haben auch schon die Bosse der Automobilindustrie gefordert, dass das in das Cap-and-Trade-System kommt. Aber das will die Politik nicht, weil im Grunde genommen will sie die Autos mehr bestrafen. Das Problem ist nur, wenn man die Ökonomie zu sehr bestraft, also wenn man den CO2-Preis zu hoch treibt. Das wird sicher kritisch, wenn man über 15 Euro pro Tonne kommt. Dann gehen viele ökonomische Prozesse nicht mehr. Und dann haben wir eben Probleme mit Arbeitsplätzen, Probleme mit sozial Schwachen. Man muss wissen, in Deutschland gibt es 600.000 Hartz-IV-Empfänger, denen der Strom abgestellt wurde. Sie können alle Probleme lösen, wenn sie es teuer machen. Die Lösung besteht einfach darin, dass die, die nicht das Geld haben, dann nicht mehr mitmachen können. Das ist aber genau das, was ein Sozialstaat nicht will. Also wenn Sie aber wollen, dass auch der sozial Schwache noch zahlen kann, dann müssen Sie dem entweder mehr Zuschüsse geben oder Sie können nicht beliebig viel obendrauf satteln.
Und deshalb lassen sich die Probleme nicht so einfach dadurch lösen, dass man CO2 teuer macht. Also im Moment wird diskutiert, ob man für die zweite Hälfte der EU-Ökonomie eine Steuer einführt, aber die muss mäßig sein. Man kann sie nicht beliebig hochtreiben, was wiederum bedeutet, dass man auf diese Weise natürlich das Klimaproblem nicht lösen kann. Oder anders ausgedrückt, ein Auto ist eine so unglaublich wertschöpfende Technologie, dass kein Mensch das Auto fahren lässt, weil er 3 Cent mehr auf Benzin zahlen muss. Das Auto ist für manche der Unterschied zwischen bürgerlicher Existenz oder nicht. Wenn sie Kinder haben, wenn sie Eltern haben, die pflegebedürftig sind, wenn sie auf dem Land wohnen, wenn sie weit von ihrer von ihrem Arbeitsplatz weg sind, wenn sie vielleicht eine Frau sind, die alleine Kinder großzieht und sie müssen 2, 3 Kinder managen und sie wohnen da irgendwo und sie haben kein Auto, sind sie draußen in einer ganz furchtbaren Lage. In einer Großstadt nicht, aber draußen wohl. Und genau diese Fragen müssen alle mitbedacht werden. Nun war das zweite Punkt, da sagte der eine Herr, die synthetischen Kraftstoffe, ja, das kostet ja 5-mal so viel, als wenn man es direkt über Strom macht. Das ist nicht so, weil bei Strom wird immer vergessen, was es kostet, die Volatilität des Stroms zu beherrschen. Bei uns kostet ja der Strom ungefähr 10-mal so viel wie die Gestehungskosten der Erneuerbaren. Und das liegt einfach daran, dass wir mit dem Problem der Volatilität, also mal ist viel da, mal ist wenig da, müssen wir mit umgehen. Wenn Sie synthetische Kraftstoffe produzieren, ist egal, ob viel oder wenig da ist, weil Sie nehmen einfach so viel, wie da ist und so viel synthetische Kraftstoffe entstehen. Okay. Dankeschön. Ich habe hier erstmal eine andere Wortmeldung und dann einen kleinen Moment. Wir haben ja eine Belastung bei der Elektrizität. Kleinen Moment, ich komme im Mikro gleich. Also ich habe folgende Frage. Der Club of Rome redet ja immer über die Grenzen des Wachstums. Einer, der Theorien angestellt hatte, generell über die Wirtschaft oder Wachstum, war ja der Nikolai Kondratjew. Und er hat ja die Wirtschaft aufgrund von Basisinnovationen erklärt. Liegt es einfach nicht daran, dass wir gerade nicht so ganz einen Plan haben als Gesellschaft, was die nächste Basisinnovation ist, beziehungsweise forscht dort der Club of Rome? Weil ich bin der Meinung, diese Basisinnovation liegt nicht im Bereich der Digitalisierung, nicht im Bereich der künstlichen Intelligenz. Diese Prozesse können das Ganze vielleicht unterstützen, aber ich denke nicht, dass da großes Wachstum rauskommt aus der Sache. Also ganz salopp formuliert, nur weil ich jetzt ein iPod ins Auto reinmache und dann noch ein bisschen Klickibunti, mache ich jetzt nicht einen großen mehr, mache ich jetzt nicht groß mehr Umsatz, wenn ich ein neues Auto verkaufe. Und was ist der Also die Frage, ist, hat der Club of Rome geforscht im Bereich der Basisinnovationen und gibt es da irgendwelche Überlegungen? Gibt es eine Wortmeldung in diese Richtung? Jemand? Naja, in diese Richtung schon auch. Ja, vielen Dank. Ja, also was mich schon stört, ist der naive Glaube, dass mit steigendem Wachstum die Bevölkerungsexplosion, mit steigendem Wohlstand die Bevölkerungsexplosion in den Griff zu kriegen ist. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe im Erstberuf Mechaniker gelernt. Ich war von 65 bis 67 im südlichen Afrika. Vielleicht ein bisschen laut, ja, Entschuldigung. Dieser naive Glaube, auch mein Vater hat schon gesagt, vor 80 Jahren nicht, ich bin im 8. Lebensjahrzehnt, ich weiß, kann auch ein bisschen was über andere Dinge sagen. So, automatisch der höhere Bildungsstandard reduziert die Kinderzahl. Ist doch naiv, naiv, naiv. Gehen Sie nach Afrika. Ich habe es erlebt, ich war dort nicht als Tourist. Man muss leider Gottes mittelfristig anders argumentieren. Mit steigendem Wachstum steigt zunächst auch die Kinderzahl. Natürlich kann man sagen, in 150 Jahren reguliert sich das alles. Natürlich, das interessiert uns dann auch nicht mehr. Und was eben für mich erschütternd ist, dass diese Bevölkerungsexplosion, die eben Fakt ist, Sie haben ja selbst gesprochen, wie vor 100 Jahren die Bevölkerungszahl, was weiß ich, 2 Milliarden hatte und jetzt sind wir bei 7 Milliarden. So. Und es geht ja, man muss, ja, die Herren haben auch lang genug gesprochen. So.
Es ist ja in der Tat so, dass das, man muss kein Mathematikprofessor sein, um zu wissen, dass das ja immer, immer, immer schneller geht. Wo nehmen Sie Ihren Optimismus her, dass sich das automatisch reguliert? Und wo sind die Politiker, die den Mut haben, dieses grundsätzliche globale Problem einmal anzusprechen? Wissen tun das alle. Dankeschön. Bevölkerungswachstum, das große Problem. Wessen Frage geht in diese Richtung? Da gibt es eine noch. Ja, nehmen wir dazu. Kommen Sie ein bisschen vor. Ah ja. Mir sind ein paar Dinge eingefallen während des Vortrags. Zum Stichwort der blühenden Gärten in Nordafrika ist mir ein deutscher Politiker eingefallen, der blühende Landschaften versprochen hat. Die haben auch geblüht, nur anders als sich das die Leute gedacht haben. Zweitens, zu den Entwicklungsprojekten in Nordafrika ist mir eingefallen, als ich jünger war, wurde der Assuam-Staudamm gebaut mit großen Erwartungen. Als er fertig war, hieß es ja, jetzt ist aber die Bevölkerung so gewachsen, dass der Nutzen gar nicht mehr so groß ist, wie wir dachten. Genau. Außerdem hat der Nil früher das Schwemmland mitgebracht. Jetzt liegt genau diese Schwemmerde hinter dem Assuan-Staudamm. Wie verhindert man die Fehler, die man damals gemacht hat? Was ist heute neu? Was ist in der Tat anders? Und wie ist das mit den Basisinnovationen? Also, ich brauche vielleicht jetzt Ihre Hilfe bei der Reihenfolge der Themen. Aber die erste Frage war ja, arbeitet der Club of Rome an Kontraktjev, Zykeln und neuen Basisinnovationen? Nein, vielleicht einzelne Mitglieder, der Club nicht. Wo ich Ihnen nicht zustimmen würde, ist, dass die Digitalisierung nicht eine fundamentale Innovation ist, die alles verändert. Es gibt zwar das sogenannte Produktivitätsparadox in der Ökonomie, dass sozusagen die Digitalisierung sich nicht in Wachstum niederschlägt. Also wir haben keinen BIP-Effekt. Aber die Ökonomen gehen mittlerweile an das Thema anders ran. Die fragen Menschen, wie viel sie zu zahlen bereit wären, wenn man ihnen einen Dienst wegnehme. Also zum Beispiel, was zahlen sie dafür, dass sie in ihrem Auto ein Navi haben? Was würden sie dafür zahlen? Wie wertvoll ist für sie das Navigationsgerät? Oder wie wertvoll ist für sie eine Plattform wie WhatsApp, die ihnen erlaubt, auf dem ganzen Globus mit Leuten kostenfrei zu telefonieren? Oder wie viel Geld würden sie dafür geben, dass sie bei Wikipedia irgendwelche Informationen heraussuchen können? Und das Interessante ist, gerade gut gebildete Leute sind zum Teil bereit, 5.000, 10.000 Euro pro Jahr zu zahlen, dafür, dass sie diesen Dienst behalten würden, wenn man ihn ihnen wegnehmen würde. Wo haben Sie die Daten? Also 10.000 Euro klingt für mich sehr hoch. Also ich würde vielleicht ich 20 zahlen. Sagen wir mal so, ich kenne viele Leute, die ständig mit dem Auto fahren. Also ich meine jetzt WhatsApp oder 10.000 Euro für 10 für WhatsApp. Nehmen Sie mal den Unterschied zwischen einem Navigationsgerät und nicht, wenn Sie in fremde Städte rein müssen. Für viele Leute, die unter Zeitdruck in fremde Städte rein müssen, ist es vollkommen klar, dass sie 10.000 Euro im Jahr zahlen würden, um so einen Dienst zu bekommen. Aber das Entscheidende ist nicht, ob Sie dazu bereit sind, sondern das Ergebnis der Umfrage war, dass substanzielle Beträge gezahlt würden, die, wenn die monetarisiert wären, bedeuten würde, dass wir ein viel größeres BIP hätten, als wir haben. Also anders ausgedrückt, diese Art von Wachstum ist sehr immateriell, teilweise zahlen wir mit Daten, es ist nicht in den normalen ökonomischen Prozess, erzeugt aber einen enormen Mehrwert. Ich finde die Frage interessant, was der nächste Zyklus sein könnte. Ich finde aber, dass die Aussage, dass die Digitalisierung kein Zyklus ist. Was wäre denn Ihre Meinung zu dem, was wäre denn der nächste Zyklus? Weil das ich kann Ihnen sagen, was andere glauben, was der nächste Zyklus ist. Ich glaube das aber nicht. Ja, was sagen Sie? Also die herrschende Meinung ist, dass der nächste Zyklus im Bereich der persönlichen Gesundheit liegt. Okay. Das Problem ist nur bei der persönlichen Gesundheit,
dass es sehr teuer ist, sie zu realisieren und das aus der Sicht der Sozialsysteme und der Kassensysteme das größte Problem einer besseren Gesundheit ist, dass wir nicht sterben. Was bedeutet, man muss anschließend wieder zahlen. Und wenn wir in der Zeit, wo wir gerettet werden... Also ich weiß, auf wen Sie sich beziehen, es ist Leonid Fjodorow und der sechste Kontratier von seinen Vorträgen. Also, aber er schreibt dort ja gerade, die größten Kosten, die momentan in unserer Gesellschaft auftreten, gehen ins Gesundheitssystem. Also es ist sehr teuer. Gesundheit... Also Gesundheit ist etwa 10%. Ja, aber Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, es ist sehr, sehr teuer, der Vortrag, auch mit Krankenwägen und diesem und jenem. Also, ich habe gesagt, es ist ein wesentlicher Teil des materiellen Wohlstands, den sich die Menschen wünschen. Okay, ja. Und ich finde, 10% ist doch wirklich ein großer Brocken. Ja. Die einzige Frage ist, wie viel weiter können wir den Anteil des Gesundheitssystems treiben, ohne dass es die ganze Ökonomie zu sehr belastet. Das ist ja die ganze Debatte über die permanenten Reformen im Gesundheitswesen, weil es eben in diesem Gesundheitssystem das eine große Problem gibt. Das war der salutogenetische Ansatz jetzt aber von dem Nefiodo, der den vorschlägt, eben, dass man möglichst nicht so hohe Kosten hat, sondern die Kosten reduziert, indem man versucht, den Menschen dazu zu bringen, sich eben selber gesund zu erhalten, wenn nicht mehr immer dieses... Staat hilft mir hat, sondern versucht, dass man selber eigenverantwortlich guckt, wie man gesund bleibt. Vielleicht können wir ja, ich weiß, können genau, wir vielleicht nachher nochmal diskutieren. Ja. Okay, also ich habe gesagt, wegen der Kostenseite glaube ich nicht, dass das der entscheidende Bereich sein wird, aber das ist jetzt meine Meinung. Andere Leute haben da eine andere Meinung. Stichwort Bevölkerungsexplosion. Ich genau. Wir da ja, Stichwort Bevölkerungsexplosion. Die Daten sind vollkommen eindeutig. Die Daten der Vereinten Nationen, die Daten der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung, bei der ich mich engagiere, die Daten der Rotarischen Initiative für Population and Development, wo ich der Vorsitzende bin. In allen Ländern der Welt bringt der höhere Wohlstand substanzielle, zum Teil sehr schnelle Reduktionen der Reproduktionsrate. Beispielsweise auch in Bangladesch. Wir haben zwei Punkte, wo es nicht klappt. Das eine ist Indien, das andere ist Afrika. Also das Problem reduziert sich jetzt auf Indien und Afrika. Man muss aber sagen, Afrika ist auch wirklich das Ärmste vom Armen. In Afrika ist es so, dass während die Bevölkerung wächst, sinkt der Anteil des afrikanischen BIPs am Welt-BIP. Und darum habe ich eben gesagt, auch in Afrika ist die Wohlstandsfrage die absolut zentrale Frage. Ich bin selber mit großen Projekten in Nigeria tätig, und zwar da, wo Christentum auf Islam trifft. Und selbst in der ländlichen Region, wo Christentum auf Islam trifft, haben wir in der Zusammenarbeit mit beiden Religionen große Erfolge, sobald wir uns nur darum kümmern, dass die Situation der Mütter besser wird, dass die Situation in den Krankenhäusern besser wird, dass wir Informationen geben und dass wir auch, wenn gewünscht, Verhütungsmittel bereitstellen. Wenn gewünscht. Nur noch ein Nachsatz. Wenn der Stolz eines Mannes sich darin begründet, wie viele Söhne er in die Welt setzt, ohne sich auch nur den kleinsten Gedanken zu machen, ob die Söhne was zu essen haben. Das habe ich erlebt und das ist Fakt. In 100 Jahren mag das alles ganz anders sein. Nein, Sie haben, erstens haben Sie recht. Ja? Und es sind vor allen Dingen die Männer, die glauben, dass der Weg zum Himmel über Söhne führt. Jawohl. Sie glauben aber auch gar nicht, welche Widerstandskraft eine Frau entwickeln kann, die nicht mehr in der persönlichen Sklaverei ist. Also anders ausgedrückt, die Frau aus der persönlichen Sklaverei rausbringen, verändert auch die Situation für den Mann, der meint, er könnte ohne großes Invest beliebig viele Söhne haben. Und das ist der Punkt, wo man ansetzt. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle drei hatte, mit den Gibis rüber. Was war noch das dritte? Sagen Sie nun ein Stichwort. Blühende Landschaften und Assur. Ja, gut. Also ich sage erstmal Folgendes. Was in Ostdeutschland passiert ist, ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Ich war vor wenigen Tagen in Dresden, es ist ein Wunder. Wir werden so etwas in Afrika nicht hinkriegen wie in Dresden. Aber wenn wir auch nur von ferne in die Richtung kommen, in dem Zeitraum von jetzt gut 20 Jahren,
Da haben wir unendlich viel geschafft. Also das nehme ich eher als positiv und nicht als negativ. Hier haben sich vielleicht Leute zu viel Hoffnung gemacht und haben nicht realistisch kalkuliert, was Zeitbedarf besteht. Aber wir haben Unglaubliches hinbekommen. Und wenn uns auch nur entfernt sowas gelingt, bin ich schon sehr zufrieden. Und ja, die Staudämme sind ein Riesenproblem und die Wasserfrage ist ein Riesenproblem. Und deshalb ist die Entsalzung von Meeres- und Grundwasser mit erneuerbarer Energie ein viel attraktiverer Ansatz, um das Wasserproblem zu lösen. Aber dies wäre vor 20 Jahren nicht gegangen, weil wir die Technologie für die erneuerbaren Energien nicht hatten. Wir haben heute eine neue Situation und in der steckt für mich viel Hoffnung. Ich möchte was zu Ihnen sagen mit den Bevölkerungsexplosionen, mit Ihren Erfahrungen in der Entwicklungshilfe in Afrika. Ich kenne das sehr ähnlich, weil ich lange in den 90ern bei der UNO war und auf Symposien oder Empfänge, wo über den Welthunger, wie können wir was für die armen Afrikaner, diskutiert wurde und hinten nach wurde 80% des Buffets sozusagen weggeschmissen. Sie fragten mich, gibt es keinen, der diesen Wahnsinn sozusagen mal angesprochen hat. In dem Interview, was auf Weltdemokratie draufsteht, mit dem Dr. Alexander King, habe ich ihm diese Frage auch gestellt. Und die Antwort, sie war auf Englisch, lautete: Can a political leader be honest and remain a political leader? And the answer is no. Ich übersetze es kurz. Kann ein politischer Führer ehrlich zu denen sein, die ihn wählen, und ein politischer Führer an der Spitze bleiben? Und die Antwort ist nein. Es gab einen, der 1988 darüber ein Buch geschrieben hat und der ein politischer Führer war. Sein Name ist Willy Brandt. Der Name des Buches lautet Der organisierte Wahnsinn. Unter anderem Untertitel Wettrüsten und Welthunger. Und Willy Brandt hat ganz deutlich gesagt, er hat sich da auf ein Wort von Albert Einstein berufen, wir werden entweder eine Weltbürgerregierung bekommen, brauchen in den nächsten 20 Jahren, oder wir werden am Ende eine Weltnotstandsregierung der G20 bekommen, die das Elend dann nur noch vergewaltigt, hätte ich jetzt beinahe freudscher Versprecher gesagt, verwaltet sozusagen. Und das ist das Problem. Willy Brandt war konsequent. Er wurde dann nämlich Vorsitzender der Commission on Global Governance, die versucht hat, wie können wir ein Weltbürgerbewusstsein, und in dem Wort Bürger steckt auch das Wort Bürger, für etwas zu bürgen. Wie können wir ein Weltbürgerbewusstsein so verankern, dass es trägt letztendlich auch für eine Weltbürgerregierung. Ich sage nicht für eine Regierung der Technokraten, der multinationalen Konzerne, sondern ganz dezidiert für eine Weltbürgerregierung. Denn wenn wir sozusagen es nicht schaffen, sie aufzurichten, dann werden wir bei zunehmender Globalisierungskrise, in Ihrem Buch sprechen Sie, ich zitiere, um das Jahr 2030 herum, würden wir unter Beibehaltung der alten Wachstumsmuster alle Grenzen sprengen, dann bekommen wir im Notfall sozusagen eine Weltnotstandsregierung. Aber das wird eine sein, die wird sich keiner von uns wünschen. Schauen wir zu diesem Bewusstseinsmantel, den ich ja versucht habe, ein paar Mal auch mit Karl Friedrich von Weizsäcker ins Gespräch zu bringen, der scheinbar sehr unmodern ist. Was ist passiert 1988, 89 aus dem Projekt, was ich angedeutet hatte, mit dem Forum Humanum, wo es darum ging, eben junge Menschen zu sensibilisieren? Wir haben heute in dem Club of Rome-Bericht auf den letzten Seiten erwähnt, Club of Rome hat inzwischen ein Projekt gestartet, der Club of Rome-Schulen. Es gibt mittlerweile 7 Club of Rome-Schulen. Das korrespondiert mit diesen 7 Kommentaren zu dem neuen Club of Rome-Bericht, wo die anderen dann 200, 300 Kommentare bei Amazon haben. Wenn Sie mich fragen, was ich dazu sage, zu der aktuellen Entwicklung von Club of Rome und zu dem Stand, wo Sie sagten, naiv, ich würde sagen, es ist technologische Naivität oder naiver Technologieismus. Man sagt, okay, wir haben doch da ein paar vernünftige Sachen, dann drehen wir dort und dort und machen das noch. Vernachlässigt total die psychologische Komponente. Sie haben es kurz erwähnt mit den Männern, aber das ist ja ganz breit, da gibt es ja ungeheuer viele Facetten. Deswegen wage ich die These, es wird keine technologische
Lösung der Globalisierungskrise geben ohne eine psychologische Lösung. Und es wird keine psychologische oder psychotherapeutische Lösung geben, ohne dass wir in die psychopathologischen Dynamik dieser Krise hineinschauen. Spannend. Sie haben sich gemeldet, Frau Ingenieur. Dann gibt es letzte Möglichkeit für heute Abend, einen Kommentar zu geben, eine Frage zu stellen oder eine Perspektive zu benennen. Es war vorher die Gesundheit oder das Gesundheitswesen angesprochen. Ich arbeite in diesem Wesen, in diesem Krankheitswesen, und ich muss sagen, es wird immer schlimmer, der Druck immer stärker. Mich wundert gar nicht, dass die Leute alle krank werden. Ich habe mir schon überlegt, die wollen alle, dass wir früher sterben. Was denken Sie dazu? Okay, wir erweitern die Thematik. Sie wollen dazu nichts sagen. Ja, aber wir sammeln jetzt den Rest zusammen und dann gibt es die letzte Runde. Also ich habe keine Frage, eigentlich nur Bemerkung. Also die einen wollen eine Weltregierung. Nein. Da würde ich dann mal, oder irgend so was Ähnliches. Da würde ich mal sagen, wir sollten mal die drei Ziele, die der Club of Rome heute erklärt hat, die sollten wir uns mal vornehmen. Die sind realistisch. Da weiß man vielleicht, wie man es macht. Nämlich Häuser nicht in Beton bauen, sondern in Holz. Dann Biokohle in den Boden. Das wissen wir auch, wie es geht. Und das dritte war? Aufforsten. Also das sind doch erreicht. Also ich bin motiviert von dem heutigen Abend. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich hier jetzt so viel Neues höre. Man müsste nur diese paar Dinge machen und nicht Ziele setzen, die eigentlich gar nicht erreichbar sind. Ja, die irgendwo abstrakt sind. Ja, ich will einfach nur mal... Wir sammeln die Reste ein. Ich habe gerade noch eine Sinnfrage zum Thema Psychologie. Das ist ja das sehr hervorhebendes Thema. Sie sagen, wir sollen einen Blick nach Osten machen oder mal Richtung Osten blicken, auch zu den dortigen Geistestraditionen. Haben wir nicht eigentlich selber hier in Europa eine wunderbare Geistestradition, die eben auch durchaus Aspekte dessen beinhaltet, die im Osten vorhanden sind? Also ich rede von der Alchemie, die spaltet sich auf in Seelenalchemie und Laboralchemie, und insbesondere die Seelenalchemie, die hat sehr viele Aspekte des Taoismus. Richard Wilhelm war einer derjenigen, der dann das I Ching sich mit befasst hat. Der war dann ein Europäer, der dann nach Asien gegangen ist, aber dann festgestellt hat, nun ja, irgendwie, es gab dann einen, der Richard Wilhelm hat dann auch Texte geschrieben mit Jung, da gab es mal die goldene Blume. Das Geheimnis der goldenen Blüte. Genau, das Geheimnis der goldenen Blüte. Also Sie kennen es mit Sicherheit. Also genau darum, diese alchemistischen Traditionen hier mal wieder zu beleben. Also. Dankeschön. Letzte, wer hat noch? Kommen Sie gerade rum? Geht in die gleiche Richtung. Als Junge war ich begeisterter Schulfunkhörer. Viele Schulfunksendungen verliefen nach folgendem Muster: In ein afrikanisches Dorf kommen Entwicklungshelfer. Der Häuptling ist halbwegs aufgeschlossen, aber es gibt einen alten reaktionären Medizinmann, der das nicht will. Große Widerstände, große Kämpfe. Am Ende ist er entweder ausgebotet oder überzeugt oder zieht sich schmollend zurück. Jahrzehnte später sitzen in deutschen Talkshows Promis und erzählen, wie sie in großen Krisen zu irgendwelchen afrikanischen Heilern gefahren sind. Was ist da wohl passiert? Das ist die Frage für die Nacht. Ja, ich möchte mich dem Herrn anschließen, der eben gesagt hat, dass ihn der heutige Abend sehr motiviert hat. Also mich hat er auch motiviert, das, was Sie gesagt haben. Mir klingt so im Hinterkopf der Satz, wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird von dem Wenigen, was er hat, noch genommen. Also die Idee, die haben, zu motivieren, noch mehr zu verdienen, und das aber auf dem Weg zu tun, dass sie dabei auch noch den Armen sozusagen die Chance geben, sich zu entwickeln, würde bedeuten, sich an ein sozusagen Weltgesetz anzuschließen, was seine Wirksamkeit ja schon seit Tausenden von Jahren zeigt. Neoliberalismus, der Bahnhof. Dankeschön.
Ja, wie geht das mit der großen Gerechtigkeit? Das ist Ich habe noch eine Frage zu den erneuerbaren Energien. In Norddeutschland gibt es am Meer die Windenergie. Und wenn man sich die Rechnung anschaut, beziehungsweise manche Stromlieferanten, die geben an, so und so viel Steuer, und dann ist ein Posten dabei, wenn die Strom dort erzeugen und der nicht abgenommen werden kann, dann müssen wir das mitbezahlen, so und so viel Cent sind da dabei. Und das wäre für Ihren Wasserstoff genau das Richtige. Da könnte man das dauernd abnehmen. Und den Wasserstoff kann man speichern. Und elektrische Energie können Sie nur mit teuren Batterien, die alle mit der Zeit kaputt gehen, nicht lang speichern. Nochmal bei den energetischen Fragen. Okay. Ich denke, wir können hier in die Schlussrunde gehen. Ich gebe nochmal. Die Batterie schickt von Afrika aus. Ach, mich würde eigentlich erstmal interessieren, das Statement von der Dame aus dem Gesundheitswesen, was ja direkt auf eine Aussage von Professor Wademacher abspielt, mit durchaus nachvollziehbar. Ich kenne durch den eigenen Verwandtenkreis auch das Gesundheitswesen und den Schatten des Gesundheitswesens sehr gut. Und da kann man ja sagen, da stehen wir ja fast vor einer Art, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor einer Art Burnout-Erfahrung. Und das Spannende ist an unserer Gesellschaft, dass ich mich frage, ob wir auch mit dem, was wir an Rohstoffen outburnen und in die Atmosphäre jagen, ob da einfach nicht sozusagen solche Prozesse in Gange sind, wo sie sagten, ja, da werden wir ja krank, da sterben wir selber dran. Solche Prozesse, die man eben umschreiben kann mit einem kollektiven Burnout. Man kann auch dann zu Ihrer Frage erweitert die Frage stellen, ob wir nicht in einer Art von Borderline-Gesellschaft sind. Das hat jetzt mehrere mit diesem Borderline Faktoren. Und dann haben wir genau das, was der Herr vorhin sagte mit der Entwicklungshilfe hier in dem Gesundheitssektor. Wir haben Soft-Faktoren, die schwerer greifbar sind wie natürlich technologische Faktoren. Deswegen, und die mehr an unsere, im wahrsten Sinne des Wortes, an unsere Substanz gehen. Und die uns auch weitaus mehr angreifen, wie wenn wir jetzt, sag ich mal, rational über Wasserstofftechnologien oder andere Sachen sprechen können. Aber das würde mich dann doch eben nochmal interessieren, bevor ich da zusammen ist. Es eigentlich Ihr ergänzen? Job. Was wollen Sie? Ob ich noch kurz was ergänzen darf? Stimmt. Ich habe auch ganz viele Menschen am Telefon von allen möglichen Arbeitsplätzen. Die erzählen mir alles Gleiche. Also unterschiedliche Arbeitsplätze. Die sagen mir alle, ich kann nicht mehr. Und bei uns geht es nur noch um Schlagzahlen, dieses Wort. Es geht nicht mehr um den Inhalt, es geht nicht um Menschliches, überhaupt nicht. Es ist krankhaft, wirklich krankhaft. Also was davon oben runter sagt. Ich glaube, noch ein wichtiges Thema, das mal eigentlich auch noch mal behandelt werden sollte. Also vielleicht kann man also die wollte ich bloß noch sagen, dass es nicht nur das Gesundheitswesen betrifft, sondern dass ich es von verschiedenen Arbeitsplätzen höre. Das Spannende ist, Professor Rademacher tut in seinem wunderbaren Buch, und Sie sehen wirklich anhand dieser Papierschnipsel, ich habe es nicht nur durchgelesen, ich habe es durchgearbeitet, da bringt er das klassische Beispiel von einem geometrischen Wachstum, 2, 4, 8, 16, 32, am Hand eines Seerosenteichs. Man kann das auch anhand von einer Petrischale, wie sich Bakterien ausdehnen etc. bringen. Und dann ist es so, dass am letzten Tag, bevor sozusagen der Seerosenteich mit Seerosen überfüllt ist und dadurch auch erstickt, oder bevor die Petrischale mit der Nährflüssigkeit von diesen Bakterien erobert wurde und dann die Bakterien absterben, weil sie nämlich keine Nahrung mehr haben, ist es so, dass der letzte Schritt ab einem Grad von 50% vollzogen wird. Das heißt, wir sind jetzt an einem Bereich angekommen, wo die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass wenn wir einen weiteren
Fortschritt in Anführungszeichen weiterhin in diesem Muster, in diese Richtung machen, wird es eben nicht mehr 20, 30, 40 Jahre dauern, sondern dann geht es sehr schnell, dass das System kollabiert. Können Sie an jeder Petrischale ablesen, können Sie an jedem Seerosen-Experiment ablesen. Und deswegen sage ich ja auch, wenn zu dieser technologischen Komponente nicht auch die psychologische Komponente kommt, weil wir es daraus gewinnen können, wie können wir Leute wirklich, Menschen mobilisieren, auch für eine erste globale Revolution, bricht das Club of Rome 1991, dann greifen alle technologischen Vorschläge zu kurz. Das Desert Tech-Projekt ist zusammengebrochen, was man in den nordarabischen Staaten machen wollte, einfach weil sozusagen die Sicherheit bei den ganzen Umbrüchen nicht mehr gewährleistet ist. Und glauben Sie bloß nicht, wenn die Leute durchdrehen, dass die vor irgendwelchen Solaranlagen, die Strom nach Europa liefern sollen, da irgendwie die Hände davon lassen sollen. Das ist rein irrational. Das heißt, wir müssen uns diese Schichten anschauen, auch wo wir, ich sage es jetzt nochmal ein Stück zugespitzt, wo wir in Europa schuldig geworden sind über die Jahrhunderte. Und es ist okay, wenn wir sagen, wir können nicht alle hier aufnehmen. Aber dann brauchen wir verdammt nochmal eine andere Entwicklungshilfe und Wirtschaftspolitik. Wenn wir nämlich Waffen weiterhin schicken, und das macht auch unter der SPD, genau in diese Länder rein, die dort alles verwüsten, dann würden auch sie sich auf dem Weg hierher machen, selbst mit dem Risiko, dass sie unterwegs sterben oder an der Grenze abgeknallt werden. Das heißt, wir brauchen eine andere, ehrliche Entwicklungshilfe. Und zwar keine Entwicklungshilfe für den Norden, wie bislang, wo Häfen an der Küste gebaut werden. Es werden Autobahnen oder asphaltierte Straßen ins Landesinnere afrikanischer Städte gebaut. Und die führen zufälligerweise wohin? Dort, wo Rohstoffvorkommen geschürft werden, damit die nämlich besser abtransportiert werden können Richtung Westen. Das ist Entwicklungshilfe. Es liegt ein Buch dort, da wurde es durchgerechnet. Der Titel lautet Die Schuld des Nordens. Eigentlich, wenn man es mal andersrum rechnen würde, sind wir umgekehrt bei der sogenannten Dritten Welt verschuldet. Und selbstverständlich sind da Eifersuchtsgefühle, Hassgefühle beiderseitig, sind da Projektionen. Und wenn wir nicht in diese Dimension sozusagen reinschauen, was für eine Suppe wir uns soziologisch, psychologisch angelegt haben, das geht weit über den Rahmen von alchemistische Alternativen hinaus, dann werden uns die Leute einen Strich durch die Rechnung machen, sowohl die sozusagen, wo sie vielleicht einschränken sollten, hier im Westen, wie denen, wo wir sagen, wartet noch ein bisschen ab, macht bloß nicht unseren Weg nach, ja, ich weiß, unsere Autos sehen gut aus im Fernsehen, unsere Werbung, aber wartet ab, wir lassen uns eine bessere technologische Lösung für euch einfallen. Wissen Sie, was deren Antwort sein wird, der jungen Leute? Mittelfinger, und sie werden trotzdem im Notfall das riskieren, im Mittelmeer abzusaufen, weil sie wollen jetzt bitte schön teilhaben. Und das ist sozusagen die Dimension. Dankeschön, ich glaube, das ist auch noch mal eine Spur, der es lohnt, nochmal auch intensiver weiterzugehen. Was heißt das, wie wird Entwicklung gedacht und was heißt Entwicklung auch im psychosozialen und pädagogischen Sinn. Nun sprechen Sie ja auch nicht nur von Ökonomisierung, sondern Sie haben ja auch einen breiteren Begriff als Untertitel auf Ihrem Buch. Da geht es ja auch um eine Entwicklung, die nicht nur technokratisch ist. Wenn wir jetzt heute Abend hier abschließen, immerhin, Sie sagen, ein Drittel Chance ist ja doch eine Menge. Also, finde ich, ist ja was, kann man ja ansetzen. Und wir haben so ein paar Stimmen gehört, die sagen, ich gehe mit der Ermutigung raus. Aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Punkte, die für, sag mal, uns Normalbürger anstehen und die Punkte, wo wir vielleicht politisch das eine oder andere unterstützen müssten, aus Ihrer Sicht? Also mir ist zunächst mal wichtig, es gibt keine Lösung ohne massive technische Innovation. Aber wir brauchen genauso eine gesellschaftlich-soziale Innovation. Ich bin kein so ein besonderer Freund davon, das alles zu psychologisieren und tiefen psychologisieren und so weiter. Ich weiß, das kann man auch alles machen. Der Mensch ist unendlich kompliziert und ich kenne eine Menge Leute, für die gibt es die Realität gar nicht mehr. Die sehen das alles psychologisch und haben dann immer irgendeine Begründung. Wenn der eine irgendwas sagt, dann unterstellen sie schon, dass er eigentlich was anderes sagen will.
Man kann sich dann irgendwann gar nicht mehr unterhalten, weil der andere hat ein Modell des anderen, bei dem man schon immer weiß, dass der andere gar nicht glaubt, was er sagt und nur so tut, als ob und so weiter. Ich glaube, dann zum Schluss sind wir alle in der Klapsmühle. Also ich bin durchaus der Meinung, dass man sozial und so weiter sehr viel ändern muss. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir einen gewissen Realismus entwickeln. Also wir sind eine Gesellschaft, die tut bei allen jungen Leuten so, als könnten sie der Firmenchef werden. Und da kommen die jungen Leute, die müssen zum Teil so sanft angepackt werden, denen darf keiner erklären, dass sie lauter Mist machen. Ich habe Leute, die machen Vorträge, da packe ich mir gedanklich an den Kopf, wie irgendeiner so einen Unsinn erzählen kann. Dann stehe ich vor der Frage, wie ich jetzt diesem so immer gepamperten Wesen vermittle, das im Grunde genommen völligen Blödsinn erzählt. Ich weiß, wenn ich es nicht erzähle, wird es ihm oder ihr in irgendeinem Job passieren. Alles viel zu sehr gepampert. Viel zu wenig mit der harten Realität konfrontiert und nicht die Vorstellung entwickelt, wie man mit einer harten Realität zurechtkommt. Also ich gehe immer in Gedanken in die Steinzeit. Da läuft der Säbelzahntiger rum. Und dann höre ich immer, was wir für Probleme haben, was wir alles aushalten müssen und so. Ich sage dann immer, einmal der Säbelzahntiger. Und dann hört das ganze Gequatsche auf. Ne? Einmal ein Löwe. Einmal was richtig Ernstes. Und nicht immer dieses Gepemperte und dann da rummachen. Ja? Nehmen Sie unsere Grenzwertdiskussion, die so viele Konsequenzen für den Automobilsektor hat. Eine Bevölkerung in Panik. In Panik über ihre Gesundheit. Die Leute haben Angst, dass sie sterben. Die Leute sind 80 und haben immer noch Angst, dass sie sterben. Ja, die Lebenserwartung steigt dauernd und sie haben das Gefühl, sie leben in der gefährlichsten Welt, in der man leben könnte. Ich sag mal, ein Säbelzahntiger vorbei, ja? Nein, wir sterben. Unsere Luft, die Nahrungsmittel, wir sterben. Wir können nicht mehr essen, was wir essen. Jede Woche geht durch die Medien irgendeine neue Diät. Und jede Woche erklären sie uns, dass man das, was man vorige Woche essen musste, darf man jetzt nicht mehr essen, sonst bringt man sich um. Aber alle die Leute leben alle noch. Also ich will darauf hinaus, dass man eine etwas härtere und realistischere und so weiter Perspektive und ich drücke das so aus, bitte keine Grenzwertpanik. Keine Grenzwertpanik, ja. Lieber überlegen, wie sind die sozialen Zusammenhänge, wie ist das mit Hartz IV? Wie ist es mit denen, denen es richtig schlecht geht bei uns? Wie ist es weltweit? Und jetzt nehmen Sie mal das Gesundheitssystem und was die Tragik des Gesundheitssystems ist. Wir sind ja so organisiert, gerade die, die älter sind, die haben irgendwann einbezahlt und jetzt haben sie einen Anspruch. Das Problem ist, je besser die Medizin ist und je älter wir werden, umso länger muss jetzt dieser Anspruch finanziert werden, ohne dass da eine Gegenfinanzierung wäre. Und jetzt ist ja das allergrößte Problem, ich wiederhole das jetzt nochmal, aus Sicht der Finanzierung ist das Härteste, wenn man uns nach einer schweren Krise rettet. Weil da muss erstmal alles bezahlt werden, was es kostet, uns zu retten. Aber die wirklichen Kosten sind, dass wir anschließend noch da sind. Und dann gehen wir noch in die Selbsthilfegruppe, machen Yoga und anschließend versuchen wir noch aufs Basecamp vom Himalaya zu kommen. Wenn uns dann in 4 Jahren das nächste Mal das Ding droht, dann hat die Medizin was Neues erfunden und sie retten uns jetzt wieder. Es ist nämlich so, dass wir jedes Jahr 1-2 Monate Lebenserwartung dazu kriegen, nur weil wir den technischen Fortschritt der Medizin haben. Also Sie können so sagen, wenn Sie noch 6 Jahre durchhalten, kriegen Sie noch ein Bonusjahr obendrauf. Und diese ganzen Bonusjahre müssen alle finanziert werden. Ich habe nichts dagegen, dass wir versuchen, alles zu finanzieren. Aber es gibt Gründe, warum eine Gesellschaft nicht alles, was sie hat, in den Gesundheitssektor stecken kann. Weil wir müssen auch in die Industrie, in die Innovation, in die Ausbildung, in die Infrastruktur. Wir müssen in Verteidigungsfähigkeit, wir müssen sehr viele Dinge bezahlen. Und damit ist vollkommen klar mathematisch, dass es irgendwo einen Deckel dessen gibt, was man in Sozialsystemen gemeinsam als Anspruch für alle realisieren kann. Und unser früher Ministerpräsident Erwin Teuwe sagte immer,
Prioritäten haben Posterioritäten zur Folge. Und wenn mir das eine ganz wichtig ist, dann muss ich aber wissen, dass was anderes nicht geht. Wenn ich der Meinung bin, wir sollten im Alter medizinisch nochmal und noch teurer gerettet werden, dann kann ich eben die Kinder in der Schule nicht ausbilden. Wenn ich aber die Kinder ausbilden will, dann kann ich eben die Infrastruktur nicht bauen. Und wenn ich die bauen will und will die Kinder und will, dann kann ich nicht in Innovation investieren. Und wenn ich da nicht drin investiere, verliere ich die Konkurrenzfähigkeit. Und dann habe ich anschließend keine Einkommen, aus denen ich wieder alles bezahle. Also mir ist ganz wichtig, dass man einen realistischen Blick auf das Mögliche entwickelt. Wir können alle miteinander in einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft eine kluge, faire, abgestimmte Lösung realisieren. Was wir nicht können, dann kann es durchaus sein, dass die Tatsache, dass irgendwas nicht geht, für das Glück, das man im Leben entwickelt, gar nicht bedeuten muss, dass man weniger Glück hätte. Man hat also insbesondere mehr Glück, wenn man nicht so viel erwartet. Das ist, ich höre auf mit meiner Quintessenz über das Leben. Wenn man einigermaßen glücklich sein will, ist das Allerwichtigste, von anderen nicht zu viel zu erwarten. Schon gar nicht sollte man darauf bestehen, dass die anderen liefern, was man erwartet. Es gibt viele, die würden einem geben, worauf man wartet, wenn man nicht so drängen würde, dass sie es liefern. Weil es manchen Leuten unerträglich ist, etwas zu tun, was sie eigentlich tun wollten, wenn sie merken, dass der andere sowieso darauf besteht, dass sie es tun, womit sie eigentlich keine Freiheit haben zu tun, was sie unter Freiheit gerne tun würden. Meine Lebenserfahrung ist, dass wenn man von den anderen nicht so viel erwartet, wird man ganz häufig überrascht, wie toll die anderen sind. Während, wenn man sehr viel erwartet, ist selbst wenn oft kommt, was man erwartet, der Frust über die Fälle, wo es nicht kommt, so groß, dass man insgesamt ein unzufriedener Mensch ist, wo man doch insgesamt ein sehr zufriedener Mensch sein könnte. Das ist dann sehr oft eine Frage der Betrachtung. Und ich glaube, eine der wichtigsten Drehschrauben, die wir haben, um ein Leben zu führen, das ein glückliches Leben ist, ist, dass wir es nicht übertreiben mit unseren Erwartungen. Weder mit unseren Erwartungen an andere, noch mit unseren Erwartungen an uns selber. Wir müssen einen Realismus mit unseren biologischen Systemen entwickeln und wir müssen auch eine Gnade mit unseren Schwächen haben. Weil wir sind biologische Systeme, wir haben viele Schwächen, wir sind nicht perfekt, wir können nicht alles mit unserem Großhirn in Ordnung bringen und deshalb liegt ganz viel Gnade darin, es mit den Erwartungen nicht zu übertreiben. Auch psychologischen Erkenntnissen. Ich glaube, das könnte jetzt spannend weitergehen. Machen wir heute Abend hier nicht. Ich darf die Dame des Hauses bitten, das Schlusswort zu sprechen. Die Veranstaltung, die vor dem Unfall oder der Erkrankung von Professor Estrich Weizsäcker als ein Gespräch, das in die Tiefe führen sollte, geplant war, hat sich dann durch den Unfall von Professor Weizsäcker nun zu einer Begegnung oder dem Versuch einer Begegnung zwischen Technologie und Tiefenpsychologie, zwischen technologischem Krisenmanagement und Tiefenökologie entwickelt. Und ich würde sagen, der Technologe und der Tiefenpsychologe, wenn Sie mir die beiden Bilder erlauben, haben meiner Meinung nach eher aneinander vorbeigeredet. Der Versuch der Begegnung dessen, was offensichtlich ist, was über der Oberfläche unserer kollektiven Tiefenpsyche, wie auch unserer individuellen Tiefenpsyche liegt. Dieser Versuch, wo sich bei dem Informatiker und Mathematiker Professor Dr. H.C. Rademacher hier oben abgespielt hat, hat
relativ wenig Berührungspunkte gehabt mit dem Versuch von mir, hier unten in dem Bereich sozusagen die Tiefendimension, die tiefenökologische, die tiefenpsychologische Dimension der globalen Krise zu bereden oder gemeinsam sozusagen einen Versuch zu starten, in diese Tiefen von oben kommend hinunter zu gelangen. Aber selbst das ist aufschlussreich. Selbst das lehrt uns etwas, dass es eben zu dieser Begegnung nicht gekommen ist. Sie haben vielleicht gegen Ende bemerkt, als Professor Dr. H.C. Rademacher nochmal dezidiert gefragt wurde, wie er die Zukunftsaussichten in den nächsten 2-3 Jahrzehnten sieht, dass er sich der Hauptmeinung als Optimist seiner Kollegen von Club of Rome angeschlossen hat, nämlich dass er zu 33% Hoffnung sieht und zu eben 67% eher einen Crash oder sehr schlimme Zustände erwartet, die sozusagen mit unserem heutigen Wohlstands- und Zivilisationsniveau nicht mehr so viel zu tun haben werden. Und wenn Sie vielleicht nochmal zurückspulen, werden Sie bemerken, dass trotz dieser Aussage einige der eher technisch orientierten Besucher ihm nochmal gedankt haben, dass er so viel Ermutigung zurückgelassen hat. Das kann natürlich für jemanden, der ein bisschen mehr psychoanalytisch veranlagt ist und unter diesem Gesichtspunkt draufschaut, das ein oder andere Fragezeichen erwecken, weil eigentlich der Inhalt der Präsentation mit dem applaudierten Scheinbarergebnis, nämlich der Ermutigung, eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Als Psychologe ist Ihnen das klar, dass hier sozusagen eine Dissoziation stattfindet zwischen dem Kern des Themas und einer Teilreaktion aus dem Publikum. Es ist ja nur ein bestimmter Typus des Publikums, der eigentlich nicht wahrgenommen hat, um was es wirklich geht und dann sozusagen sich dafür bedankt hat, dass er sozusagen 33% Überlebenschance zugewilligt bekommen hat, was schon eine gewisse auch ironische Note hat. Ich möchte mir kurz mit Ihnen anschauen, in einigen Bildern, wohin hätte dieser Abend auch führen können. Wie war es eigentlich mal konzipiert worden, wenn wir dorthin gekommen wären, wo ich ursprünglich mit Professor von Weizsäcker hinkommen wollte. Also diese Wanderung sozusagen von der Spitze des Eisberges hinunter in die Tiefen des Meeres, der Psychodynamik, des kollektiven Unbewussten, wo sich eben dieses Drama abspielt, das wir dann als Klimakrise, als Bevölkerungsexplosion, als Ressourcenverbrauch, als Stellvertreterkriege, demnächst nicht nur um Öl, sondern auch um Wasser, oben an der Oberfläche wahrnehmen. Cut. Läuft. Noch einmal zurück zu der Club of Rome Seite auf der weltdemokratie.de, die ich schon bei meinem Eingangsreferat aufgerufen hatte. Wir kennen alle diese Exponentialfunktionskurve aus den verschiedensten Büchern, auch aus den Club of Rome Berichten, dass eben in den letzten 5 Jahrzehnten alles, was jahrhundertelang sich auf einem bestimmten Level gehalten hat, nun steil beginnt anzusteigen. Nicht nur die Bevölkerungswachstum, natürlich damit automatisch verbunden der Ressourcenverbrauch, damit wiederum verbunden natürlich auch das Vermüllungsproblem des Planeten, nicht nur das Plastik auf den Weltmeeren, sondern ganz generell all dieser Konsum, Plastik und sonstiger Abfall, wo auch jetzt die Volksrepublik China im Januar 2018 sich weigert, die
560.000 Tonnen Müll aus Deutschland abzunehmen, weil er im Laufe der Jahre immer mehr verunreinigt wurde und China seit Januar 2018 hier nicht mehr als Abnehmer unseres Mülls und als Weiterverarbeiter zu neuen Plastikprodukten zur Verfügung steht. Und wir können sehen, es wird sozusagen alles enger. Die Zeit beschleunigt sich, die globale Krise ist eine Beschleunigungskrise und gleichzeitig ist eben eine Krise, wo die ganzen Faktoren hier nach oben hin zunehmen. Das hat dann auch zur Folge, wenn wir uns anschauen, und da lassen Sie uns einen kleinen Sprung auf eine andere Seite machen, was ursprünglich mal beabsichtigt war, nämlich sich eine gewisse soziologische oder auch psychologische Dynamik in der Geschichte anzuschauen. Das entsprechende Fach dazu nennt sich Psychohistorie, als eine Art Vorläufer, wo man psychodynamische Mechanismen sich anschaut und die dann in der Futurologie, also in der Zukunftswissenschaften, weiterrechnet, wie eben diese Muster verlaufen könnten. Das Ganze ist also eine Arbeitshypothese. Und Sie erinnern sich, dass wir am Anfang die Zitate eingeblendet hatten aus dem Buch von Professor Dr. Rademacher über diese Schwellenübergang im Jahr 2030, wo er und andere Wissenschaftler sagen, um das Jahr 2030 herum werden wir mathematisch, soziologisch und von den verschiedenen Trends an einen Entscheidungspunkt kommen, an einen Umschlagpunkt kommen, wo irgendetwas passieren wird. Das kann verschiedenes sein. Das kann positiv gesprochen, wenn wir noch dazu kommen, sein, dass sozusagen es ein Erwachen der Menschheit gibt und wir tatsächlich bewusstseinsmäßig eine Revolution und damit auch eine Revolution in unserem Verhalten auf diesem Planeten hinlegen. Es kann aber auch ein globaler Teilzusammenbruch oder ein gänzlicher Zusammenbruch sein. Es kann im Worst Case, im schlimmsten Falle, im Worst Case Szenario, könnte es auch der Zusammenbruch der globalen Zivilisation des Homo Sapiens sein, oder eben Teilzusammenbrüche. Also irgendetwas, sagen uns die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, wird um das Jahr 2030, vielleicht auch 2029 oder 2033 herum passieren, weil von der Dynamik her und von der kinetischen Energie, die im System Biosphäre, aber auch im kollektiven Unbewussten der Menschheit in Anführungszeichen, sich angesammelt hat, in dieser kinetischen Energie wird sozusagen etwas aufplatzen und es wird etwas passieren. Das kann verschiedenes sein. Das kann auch eine Revolution sein, sozusagen, dass die super künstlichen Intelligenzen nochmal in letzter Sekunde das Ruder an sich nehmen und sozusagen die Steuerung der technologischen Prozesse unserer Spezies übernehmen, weil wir es sozusagen nicht mehr hinbekommen. Es könnte theoretisch ein solches Ereignis auch sein, wovon der kürzlich verstorbene Wissenschaftler Stephen Hawking sprach, dass plötzlich ein Kontakt mit einer nicht-irdischen, hochtechnologischen Zivilisation zustande kommt. Wir wissen es nicht ganz genau. Wir können es jetzt 12, 15 Jahre voraus nicht sagen, was genau passieren wird, aber wir können sagen, dass in der Dynamik der Sache es liegt, dass etwas passieren wird. Schauen wir uns kurz dieses Muster an, welches von Professor Dr. Ossip Flechtheim, dem Vater der Futurologie in Deutschland, und mir in den 90er Jahren entwickelt wurde. Sie sehen hier eine Dynamik. Wenn wir uns das Jahr 1899 anschauen, dann haben wir in Europa eine positive soziale Bewegung gehabt, und zwar eine Friedensbewegung, die dazu geführt hat, Namen wie Bertha von Suttner stehen hier stellvertretend, dass die erste Haager Friedenskonferenz stattfand, wo
auf Initiative von Bertha von Suttner. Sie hat dann zum Beispiel das russische Königshaus davon überzeugt. Die Briten, die Holländer haben dafür den Tagungsort in Den Haag zur Verfügung gestellt, dass die verschiedenen Kontinentalmächte Europas sich in Den Haag 1899 getroffen haben. Und aus dieser ersten Haager Friedenskonferenz ist dann auch der Haager Schiedsgerichtshof entstanden. Sozusagen als eine Vorform einer Art von Weltorganisation. Allerdings waren die Schiedssprüche, die dieser Haager Schiedsgerichtshof zu sprechen hatte, nicht obligatorisch, sondern sie waren freiwillig. Das heißt, diejenige Macht, derjenige Nationalstaat, dasjenige Kaiser oder Königshaus konnte sich am Ende dran halten oder auch nicht. Das ist also eine sehr primitive, rudimentäre Form von internationaler Organisation. Und das hat dann auch dazu geführt, dass diese aus dieser positiven sozialen Bewegung hervorgehende erste Vorform von einer Weltorganisation nicht gut genug ausgestattet war, um den zunehmenden kinetische Energie des damaligen Nationalismus irgendwie aufzufangen und konstruktiv zu kanalisieren. Und dann hatten wir hier den ersten Weltkrieg, und diesen ersten Weltkrieg können wir anschauen wie eine Art Geburtswehe, eine sehr blutige Geburtswehe. Und diese Geburtswehe des ersten Weltkrieges führte dann zur ersten Weltorganisation, das war der damalige Völkerbund. Der Völkerbund war aber als erster Versuch einer Weltorganisation, also ein Organ für die Menschheit in spe, für die werdende Menschheit zu bilden, zu schwach konstruiert. Die Nationalstaaten, die entsprechenden König- und Kaiserhäuser, wollten nicht wirklich an eine inter- oder übernationale Organisation Macht abgeben. Und das bedeutete, dass für die Krise der faschistischen Bewegungen, die dann kam, das fing mit Mussolini in Italien an in den 20ern schon, natürlich das Franco-Regime in Spanien und dann 1933 der Durchbruch des Nationalsozialismus in Deutschland, das Hitler-Regime, als eine negative oder als eine destruktive antisoziale Bewegung. Und diese antisoziale Bewegung führte dann zum Zweiten Weltkrieg. Und dieser Zweite Weltkrieg kann angeschaut werden als eine weitere Geburtswehe, noch blutiger als der Erste Weltkrieg. Und diese weitere Geburtswehe und sozusagen die Notwendigkeit, die sich in der Dynamik daraus ergab, führte zur Zweiten Weltorganisation. Wir sind jetzt im Zeitalter nach 1945, Hiroshima, Nagasaki, dem Atombombenzeitalter, und die Zweite Weltorganisation, das sind die heutigen sogenannten Vereinten Nationen, die UNO. Und Sie sehen dann, dass es in diesem Wellenmuster von soziologischen Bewegungen eine weitere, circa 1966, die sogenannte 1968er, die 68er Bewegung gab. Es war auch der Durchbruch des kosmonautischen Bewusstseins. Das heißt, die Russen haben den Sputnik hochgeschickt, Gagarin war der erste Mensch, die Amerikaner folgten, und zum ersten Mal haben menschliche Augen, Augen dieser Spezies, den Planeten als Ganzes von außen wahrgenommen und entsprechende Filmbilder, Kamerabilder zur Erde zurückgeschickt. Diese positive, konstruktive soziale Bewegung, also die 68er Bewegung, spielte sich ab während eines dritten Krieges, nämlich des Kalten Krieges, welcher in Europa hauptsächlich ein Wirtschaftskrieg war, ein Wirtschaftskrieg zwischen dem Westblock und dem Ostblock. In anderen Teilen der Welt, in Asien, denken Sie an Vietnam, in Lateinamerika, in Afrika, wurde dieser sogenannte Kalte Krieg als Stellvertreterkrieg heiß ausgekämpft. Dort wurden Menschen zerbombt, starben. In unseren Regionen hat man diesen Krieg sozusagen aus der Ferne nur wahrgenommen als ein Wirtschaftskrieg. Wenn wir uns das anschauen,
dann hat dieser Krieg geendet 1989, in dem sozusagen unter Gorbatschow die ehemalige Sowjetunion kapituliert hat. Denn die Entscheidung wäre gewesen, dieses Spiel bis zum Ende durchzuspielen. Das Pentagon hat 1991, als die Sowjetunion, die Sowjetrepubliken aufgelöst wurden, als der Warschauer Pakt aufgelöst wurde und aus der Sowjetunion Russland wurde, gab es eine Pressemitteilung des Pentagon, die sich echauffierte und darüber stolz verkündete, man hätte die Sowjetunion totgerüstet. Versuchen Sie sich, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, kurz vorzustellen, wenn anstelle eines Michael Gorbatschows mit Perestroika und Glasnost eine Art Stalin in dieser Zeitsituation gewesen wäre. Bevor ein Stalin sich hätte totrüsten lassen vom Pentagon, hätte ein solcher Typus auf den roten Knopf gedrückt. Kurzum, in diesem Kampf der Giganten wurde mit unserem Leben gespielt. Und nachdem sozusagen der Kalte Krieg zu Ende ging mit der Kapitulation der Sowjetunion durch Michail Gorbatschow, statt mit einem Rieseneklat eines dritten Weltkrieges, und zwar diesmal eines atomar und bakteriologisch und mit chemischen Waffen ausgefochtenen Krieges, wäre in diesem Muster nun eigentlich eine neue Weltorganisation, sozusagen eine dritte Weltorganisation, fällig gewesen. Und tatsächlich, der damalige UNO-Generalsekretär Boutros Ghali hat eine Schrift verfasst, Agenda for Peace, in dem er eine solche dritte Weltorganisation oder eine Weltorganisation der dritten Stufe, der dritten Ordnung gefordert hat, hat er verbreitet und er sagte, wir müssen wieder in die Ära vom UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld von 1953 bis 1961 zurückkommen. In dieser Ära wurden die UNO-Blauhelme von Dag Hammarskjöld gegründet. Sie waren im UNO-System 1945 überhaupt nicht vorgesehen, sondern in der Suezkanalkrise, als die großen Mächte am Suezkanal drohten aufeinander zu prallen, hat Dag Hammarskjöld sozusagen diese UNO-Blauhelme erfunden und sie zwischen die Fronten geschoben. Dag Hammarskjöld war auch jener General. Würde dies übrigens nicht geschehen, dann wird sich, wie der Psychoanalytiker, der mittlerweile verstorbene Züricher Psychoanalytiker Arno Grün in diesem Buchtitel schreibt, der Wahnsinn der Normalität, Realismus als Krankheit, dann würde sich diese Krankheit des Realismus, der Billionen von Dollar und Euro in Rüstung, in Hochrüstung investiert, während viele Tausende von Menschen wöchentlich, fast täglich verhungern, während es an einfachsten Infrastruktur Systemen in Teilen der Welt fehlt, dann wird dieser Realismus als Wahnsinn der Normalität zunehmen und zu einem globalen Zusammenbruch führen. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir also diesen Schatten in uns, wie die Züricher Psychoanalytikerin und Tiefenpsychologin Verena Kast in ihrem Buch Der Schatten in uns es beschreibt, wenn wir diesen Schatten in uns nicht anschauen, wenn wir diesen Schatten in uns, und damit meine ich auch den kollektiven Schatten, wenn wir ihn nicht anschauen und nicht bearbeiten, und diese Veranstaltung, die Sie gesehen haben, ist ein perfektes Studienobjekt, ein perfektes Beispiel dafür, wie wir uns eigentlich weigern, uns diesen Schatten anzuschauen. Lieber lassen wir uns von Technologen, Technokraten, Schulwissenschaftlern irgendwelche Szenarien vorschlagen, wenn wir mehr Holzwirtschaft betreiben, wenn wir eine Stellschraube dort drehen und dort etwas verändern, wenn wir in der Wüste Solarpanels aufstellen, dann sozusagen können wir sozusagen etwas bewegen, das uns vor diesem Abgrund zurückreißen würde. Ich sagte ja schon in der Diskussion, ohne sich die tiefenpsychologische, die psychodynamische Seite anzuschauen, wird eine rein technologische Rettung nicht Fuß fassen können. Es ist, wie es dieser
Entwicklungshelfer, der lange Jahre in Afrika zu dem Professor Dr. Rademacher sagte, Sie sind ja naiv, Ihre Vorschläge, die sind ja mit der Realität, wie es dort draußen aussieht, von der Universität gar nicht in Übereinstimmung zu bringen. Aber es ist so, dass wir lieber bereit sind, mit dem Versuch von technologischen und technokratischen Reparaturmaßnahmen weiterhin auf den Abgrund zuzurasen mit Tempo 180, 160, als in die Tiefendynamik hineinzuschauen. Und ich werde auch gleich nochmal kurz dazu kommen, warum das möglicherweise so sein könnte. Ich hatte ja am Anfang Ihnen zwei Fragen gestellt. Und zwar die Frage, was ist einer der dicksten Sargnägel bei der Globalisierungskrise, bei dieser globalen Überlebenskrise? Die andere Frage war dann, welcher Staat könnte am besten durch diesen Engpass durchkommen? Meine Antwort und auch die von verschiedenen anderen Wissenschaftlern und Tiefenpsychologen auf die erste Frage, was der tiefste oder einer der dicksten Sargnägel ist, ist eine weltanschauliche Frage. Es ist eine Frage, die sich im Bereich der Tiefenpsychologie, ja, der Religion abspielt. Wenn wir uns dieses Buch von Verena Kast anschauen, zum Beispiel auf Seite 66, dort schreibt Verena Kast über der kollektive Schatten. Wenn Gott ideal ist und die Menschen es sein sollten, in dem Sinne die Christen, aber nicht können, dann sind diese verteufelt. Dorothee Sölle, Theologin und Philosophin, spricht in diesem Zusammenhang von theologischem Sadismus. Das ist, was ich versucht habe, aber vielleicht ist es schwierig, dies mit einem Publikum, was sich zumindest oberflächlich als gut christlich versteht, mit einem solchen Publikum versuchen, sozusagen in diesem Eisberg den Weg in die Tiefe anzutreten. Denn es stellt die weltanschauliche Frage, die Globalisierung, wie wir sie heute kennen, die Industrialisierung, wie wir sie heute kennen, die ging von Europa aus. Sie ging hinaus mit dem Missionierungsversuch, andere Weltgegenden mit dem christlichen Glauben auch zwangsweise zu missionieren, ähnlich wie zum Beispiel die Sachsen von Karl den Großen missioniert wurden, nämlich dadurch, entweder du wirst Christ oder wir töten auch dich. Es war also in Europa selber, war diese Christianisierung eine gewalttätige an vielen, vielen Stellen. Und auch später kam immer wieder im Zusammenhang mit diesem christlichen Weltbild und mit der römisch-katholischen Kirche, kam es zu Gewaltexzessen. Denken Sie an die Inquisition, denken Sie an die Ketzerverfolgungen, an die Hexenverbrennungen. Man kann sagen, dass die christlichen Kirchen, vorneweg die römisch-katholische, ein Traumata oder Traumen in der kollektiven Seele Europas veranlagt haben. Und dieser heutige Superkonsumismus, dieser heutige Superkapitalismus kann auch angeschaut werden als eine Superkompensation, als eine übertriebene Ausgleichsbestrebung gegenüber sozusagen 1800, 1900 Jahre rigides, pervertiertes Christentum. Sie haben ja auch hier das Bild von Erich Fromm. Es gibt ein anderes, aufschlussreicheres Buch, in dem Erich Fromm davon spricht. Der Titel des Buches lautet Wege aus einer kranken Gesellschaft. Und Erich Fromm sagte, genau diese Art von pervertierten jüdisch-christlichen Weltbild, diese Art von Verletzung der kollektiven Seele,
mit dem, was wir glaubten, was Christentum dann sein müsse, ist einer der wesentlichen Antriebsfedern für den Prozess der globalen Umweltzerstörung, der Naturzerstörung und letztendlich der Selbstzerstörung unserer Spezies. Und in dem Wort Selbstzerstörung steckt ja auch schon das Wort Selbststörung. Cut. Dann brauchen wir... Lassen Sie mich das kurz anhand dieses Flipcharts-Anschriebs Ihnen verbildlichen, aufzeigen. Homo sapiens, die dominierende Spezies dieses Planeten, ist zugleich auch eine Spezies, von der man sagen kann, dass die meisten ihrer Mitglieder gemäß der humanistischen Psychologie, Abraham Maslow, oder der Sozialpsychologie von Erich Fromm erst Humanoide sind, also noch gar nicht seelisch reif, geistig zum Menschsein erwacht, sondern dass wir erst auf dem Wege sind, nicht nur auf dem Wege zur Menschheit, zur Menschheitswertung, sondern sogar erst auf dem Weg im Sinne der humanistischen Psychologie zur Menschwertung. Homo sapiens sapiens, abgekürzt Homo SS, Homo consumentis, Homo economicus, ist also ganzheitlich gesehen noch gar nicht voll menschlich oder menschheitlich. Das hat Folgen. Es hängt auch damit zusammen, dass wir sozusagen größtenteils erst humanoid sind, hängt natürlich auch ein bisschen mit unserer Spaltung zusammen. Das fängt schon bei unserer Gehirnspaltung in linke und rechte Hemisphäre an, aber es geht weiter natürlich in diese schizoide Tendenz, also tendenziell schizoide, diese Aufspaltung in Stämme, in 200 gegeneinander ankonkurrierende Nationalstaaten, die sich im Rahmen einer Globalisierungskrise, im Rahmen einer atomaren Welt gegenseitig bekriegen, wo es geht mit Stellvertreterkriegen, aber auch immer nahe daran stehen, das sehen Sie die aktuelle Entwicklung USA und Russland oder USA und Nordkorea, China, dass immer wieder es droht aus diesem schizoiden Verhalten her, wo wir sozusagen die Menschheit aufgespalten haben, wo wir unser Bewusstsein aufgespalten haben, es zu einer Tendenz der Selbstzerstörung, also zu einer suizidalen Tendenz kommt. Und wenn man sich das anschaut und sieht, dass wir eben größtenteils erst Humanoide sind und dass es sozusagen in unserer Seele, in unserer Gehirnstruktur, in unseren Sozialstrukturen schizoid zugeht. Wir sind zerspalten, auch in x Religionen, die sich miteinander bekriegen, auch heute noch. Denken Sie nicht nur an den 30-jährigen Krieg zwischen Lutheranern, Protestanten und römisch-katholischer Kirche, der sich ja bis in unsere Zeit noch durch den Konflikt in Nordirland hinzieht. Denken Sie auch an die Kreuzzüge, den Krieg zwischen Islam und Christentum oder auch zwischen Schiiten und Sunniten. Also gerade im Bereich der sogenannten monotheistischen Religionen sehen wir diese starke schizoide Tendenz und diese paranoide Tendenz. Es gehört zunächst einmal scheinbar zur Conditio des Homo sapiens dazu, dass er diese starke Veranlagung, diese schizoide Tendenz, diese paranoide Tendenz, dieser Verfolgungswahn, diese Verfolgungsangst hat. Und das muss er, wenn er Mensch werden will, wirklich gänzlich Mensch werden will im Sinne der humanistischen Psychologie und letztendlich auch menschheitlich werden will, muss er diese Tendenzen wahrnehmen, sie annehmen, sie bearbeiten und sie überwinden. Da steckt auch das Wort Wunde drin, sie überwinden. Das Problem ist, dass wir es mit einer Tendenz gleichzeitig zu tun haben zum Memozid. Das heißt, unsere moderne Gesellschaft verliert in gewisser Weise auch ihr Gedächtnis,
Ihr kulturelles Gedächtnis, Ihr Memory, Ihre Erinnerung. Wir veranstalten den modernen Gesellschaften, wo wir es uns durch Ausbeutung der Natur, durch Ausbeutung der dritten Welt leisten können, veranstalten wir eine Art wie großer Sommerschlussverkauf, letzte Konsum, Abschiedsparty. Das führt dazu, dass wir immer oberflächlicher werden. Wir haben schon zunehmend kaum noch die Möglichkeit, tiefen psychologische Diskussionen, tiefen ökologische Dimensionen wahrzunehmen. Das können wir, so wie wir strukturiert sind, von unserer Erziehung her schon, ja, von unserem Kindheits-Ich, können wir das kaum noch sozusagen aushalten. Das ist gekennzeichnet mit dem Begriff Memozid. Wir haben hier einen Verlust auch an Qualitäten, an Fähigkeiten, an Erinnerungsvermögen. Wenn die schizoiden Tendenzen und die paranoiden Tendenzen überhand nehmen, dann kommen wir wieder in neue faschistoide Tendenzen hinein. Da brauchen wir nicht zu fremden Ländern gehen, da brauchen wir nicht mit einem Finger nach Russland zu deuten oder nach China oder in die Türkei. Da können wir hier bei uns in Mitteleuropa bleiben. Schauen Sie Frankreich, Le Pen, die Nationale Front. Schauen Sie, jetzt ist wieder die FPÖ, also die Rechten, mit in der Regierung in Österreich. Schauen Sie zur PIS, PIS in Polen, die dort die Macht übernommen hat. Die Regierung Urban in Ungarn, die faschistoiden Tendenzen, sie sind wieder da und sie drohen zuzunehmen und überhand zu nehmen. Sollte dies geschehen, dann geht der Pfeil weiter nach unten und wir kommen in diesen Bereich sozusagen eines kollektiven Suizids. Das wäre sozusagen Umweltzerstörung plus Selbstzerstörung. Und in dem Wort Selbstzerstörung steckt ja schon das Wort Selbststörung. Das wäre eigentlich etwas gewesen, womit ich mit dieser Veranstaltung hingezielt habe, dass wir uns diesen Kernbereich anschauen. Und wenn wir es schaffen, diese Selbststörung zu erfassen, wahrzunehmen, könnten wir vielleicht daraus auch Therapieansätze entwickeln. Schnitt. Mein Name ist Stefan Möbel-Stadel. Ich wurde von der Redaktion überrascht, noch einen kleinen Vorspann als Initiator der Veranstaltung zu Ihnen zu sprechen. Cut. In meinem Referat hatte ich kurz diesen Autor Eugen Trebermann und den Titel »Der tödliche Fortschritt« erwähnt. Eugen Trebermann ist nicht nur Professor für Psychologie, Tiefenpsychologe, sondern auch Theologe. Er war bis zu seinem Hinauswurf oder seiner Trennung, war er sogar Priester der römisch-katholischen Kirche. Lesen Sie daher mit einer besonderen Aufmerksamkeit noch einmal den Untertitel. Von der Zerstörung der Erde und des Menschen im Erbe des Christentums. Das ist dieser dickste Sargnagel, den ich eingangs erwähnt hatte und mit dem sicherlich bei Großteil des Publikums keiner mit mir darüber diskutieren wollte. Es geht einfach zu sehr an unsere Substanz, an unser Selbstbildnis, dass wir als Europäer oder auch als Amerikaner sozusagen die Creme der Creme und die Spitze der Evolution wären. Würden wir genauer hinschauen, müssten wir vielleicht feststellen, was der Autor Herbert Kruhl in seinem Buch »Der geplünderte Planet und Himmelfahrt ins Nichts« gesagt hat, nämlich dass wir uns verhalten, als wenn wir die Teufel der Erde wären. Was sagt Eugen Trebermann? Schauen wir uns an. Eugen Trebermann lässt unter anderem in seinem Buch Jesus von Nazareth Befreiung zum Frieden, man könnte auch sagen Befreiung zum Menschsein, auf Seite 750 Mahatma Gandhi sprechen in Bezug auf Flüchtlinge, Schuldenkrise der Entwicklungsländer. Und dort zitiert er, Eugen Trebermann, einzig der Hindu
Mahatma Gandhi konnte sagen, ich bin der festen Meinung, dass Europa heute nicht den Geist Gottes oder des Christentums repräsentiert, sondern den Geist Satans. Europa ist heute nur noch den Namen nach christlich. In Wirklichkeit betet es den Mammon an. Das hat Gandhi 1920 geschrieben in der Zeitschrift Young India. Und dann sehen Sie, auch hier der Krieg und das Christentum, der Wahnsinn der Normalität, der Wahnsinn, mit dem wir heute konfrontiert sind, in Europa, aber auch unter dem Stichwort Klimawandel, globale Krise, Bevölkerungsexplosion. Es ist ein Wahnsinn, der ging von Europa und vom Christentum aus. Und wenn wir wirkliche Lösungsansätze finden wollen, werden wir um eine Psychoanalyse Europas und des Christentums und vor allen Dingen seiner Schatten nicht umhinkommen. Denn nur wenn wir uns die Schatten anschauen und den Schatten sozusagen durchlichten, durchleuchten, haben wir die Möglichkeit für Therapieansätze zu finden, die mehr sind als nur verzweifelte technologische Versuche. Denken Sie an Goethes Faust, zweiter Teil. Im zweiten Teil, der blind gewordene Faust ergötzt sich daran, er hört Spatengeklirre, Baumaschinen, Bautätigkeit, und der sterbende Faust im zweiten Teil fantasiert über dieses herrliche Geklirre und meint, da würde in Holland neue Dämme gebaut, es würde Neuland gewonnen für die industrielle Revolution, für die Menschen. Aber in Wirklichkeit, lesen Sie es nach in Goethes zweiten Faustteil, in Wirklichkeit wird dort im Hintergrund sein Grab gegraben. Und so ähnlich kann man es sagen, sind wir heute dran. Ja? Wir ereifern uns, welche neuen Technologien wir dann einsetzen müssten. Es war kein Zufall, dass ich unseren Professor daran erinnert habe, dass er 17, 18 Mal hintereinander man müsste, man muss gesagt hat. Dieses Mann, wer ist das? Und muss man vieles. Das ist das Spatengeklirre der Technologie und der Technokratie. Aber in Wirklichkeit sind wir mit unserer Geistesverfasstheit, mit diesen Schattendynamik im Unbewussten, sind wir dabei, mit dieser Technologie, die auch anders da genutzt werden könnte, aber so wie wir mental strukturiert sind, schaufeln wir uns damit leider unser eigenes Grab. Und die Erlösung kann nicht sozusagen durch Technologie kommen oder dass wir halt, wie der Professor sagte, die Afrikaner schon in Nordafrika mit einem Wall aufhalten und dass eben dann keine Bilder mehr gesendet werden, wie die im Mittelmeer ertrinken, sondern die werden dann im Notfall halt an der Grenze des Tschad, von Algerien, von dem, was von Libyen übrig geblieben ist, werden sie halt erschossen und zurückgewiesen in die Wüste, wo sie verdursten, glücklicherweise weit genug von unseren europäischen Kamerateams entfernt. Das ist durchaus das, was Gandhi sagte oder was eben auch Dr. Herbert Kuhl sagte. Das ist ein satanisch destruktives Verhalten. Und nur wenn wir da hinschauen, welch eine Kernverletzung im psychologischen Kern von jedem Einzelnen, aber auch im kulturellen, tiefen psychologischen Kern, welche Verletzungen schlummern da, die uns in eine solche Dynamik, die Welt und uns selbst zu vernichten, hineingebracht haben. Und selbstverständlich löst das Wort Weltregierung unbewusste Schrecken und Ängste aus, denn wir hatten während vieler Jahrhunderte in Europa die Erfahrung einer Weltregierung, nämlich die römisch-katholische Kirche, war für die damaligen Verhältnisse, wenn man sieht, welche großen Teile der Welt sie einstmals beherrscht hat, auch politisch, machtpolitisch beherrscht, war das eine Art von Weltregierung. Und solche Schatten muss man ans Licht heben. Natürlich ist es berechtigt, vor solchen Formen von Weltregierung Angst zu haben. Ja, aber wenn man sich nicht drüber klar wird, dann tut man sich den Weg verbauen zu einer alternativen und besseren Weltbürgerregierung des Homo Humanus Integralis Cosmopoliticus. Schnitt. So.
Zum Abschluss nun möchte ich Ihnen die Frage beantworten, die zweite Frage, die ich im Vorstand gestellt hatte, neben der ersten Frage, was ist einer der dicksten oder der dickste Sargnabel im Sarg und Grabe der Menschheit, nämlich wir selbst sind es, als Christentum, als Europäer, als US-Amerikaner, stellte ich ja die zweite Frage, welcher Staat hat sozusagen die Möglichkeit, am besten noch durch einen kommenden Systemzusammenbruch oder einen Systemumbruch hindurchzukommen. Sie sehen auf dieser Unterseite der Webseite weltdemokratie.de, das ist die Seite über Psychohistorie und Futurologie, ziemlich weit unten, wo Sie auch dieses Interview, das ich mit Professor Robert Jung, dem Zukunftsforscher, führte, Ansätze zur Hoffnung. Es ist wichtig, Visionen zu entfalten. Und Jung sagte, das Problem von uns Europäern ist, dass wir so verdammt abgebrüht sind, dass wir idealistisch so verdammt ausgebrannt sind. Und wir haben sozusagen einen Verlust der utopischen Energie, also nicht nur der utopischen, sondern der utopischen. Wir können uns eine menschliche, gerechte Zukunft zusammen mit den anderen Kulturen als gleichwertig kaum noch wirklich vorstellen. Wir können sie nicht, weil wir sie uns nicht vorstellen können, können wir sie natürlich auch keinen Plan entwickeln, wie das zu realisieren wäre. Und die Antwort auf meine zweite Frage: Wer ist der Staat, der eventuell am besten durch diese Globalisierungskrise mit ihren Um- und Zusammenbrüchen durchkommen kann? Das ist der Staat China. Sie sehen hier eingeblendet ein Buch des Autoren Kang Xiuwei mit dem Titel Ta Tung Shu. Übersetzt lautet es in etwa das Buch von der großen Gemeinschaft. Mit großer Gemeinschaft ist hier die Weltgemeinschaft, die Menschheit gemeint. Dieser aus dem Konfuzianismus entstammende Chinese hat am Anfang des 20. Jahrhunderts aus der chinesischen Tradition herauskommend diese Weiterdenken tatsächlich einen Stufenplan entworfen, wie wir Schritt für Schritt ganz realistisch zu einer Menschheit und zu einer Weltorganisation der dritten Organisationsgrades kommen können. Und es ist tatsächlich dieses vielgescholtene China, was sehr wahrscheinlich mit seiner Selbstdisziplin, mit seiner Strukturiertheit, mit all dem, worüber wir Europäer so gerne unsere Häme entweder ausschütten oder wovor wir uns gerne Angst fürchten, dieses China wird es sein, das futurologisch berechnet mit die besten Chancen hat, durch den Global Crash hindurchzukommen. Und vor einigen Jahren hatte ich schon angefangen, damit einen Vorschlag für die Europäer zu machen, dass wir neben der alten transatlantischen Verbindung eine neue Achse installieren. Und zwar die Achse Paris-Berlin Moskau, Beijing. Durch das Auftauen des Permafrostes wird es in Russland neben all den Nachteilen aber auch zu neuen fruchtbaren Böden kommen und zu der Möglichkeit auch an Rohstoffe, die bislang durch den Permafrostboden nur schwierig und kostenintensiv abzubauen gewesen sind, an diese Rohstoffe günstiger ranzukommen. Das heißt, zwischen Mitteleuropa, zwischen der EU, wäre es geostrategisch absolut wichtig, eine Allianz mit diesem neuen Russland zu finden und ihm nicht via NATO auf den Pelz zu rücken und sich dann zu wundern, warum die Russen die Krim dann einnehmen und die Russen versuchen, als Buhmann hinzustellen. Eine Allianz, eine Achse, die wirklich in die Zukunft, in eine Menschheitszukunft im Sinne des Ta Tung Shu führt, wäre diese Achse Paris, Berlin, Moskau, Beijing, also Peking. Neben den weiteren transatlantischen
Verbindungen, die schon bestehen, die aber ja von Seiten der Trump-Regierung immer mehr erodiert werden und in Frage gestellt werden. Und wir sind wie Heroinsüchtige von den alten Strukturen abhängig, ja, weil wir es nicht geschafft haben, rechtzeitig genug eine alternativwirtschaftliche Struktur, geostrategische Struktur zu schaffen. Und statt dass wir amerikanischen Bestseller-Autoren wie Samuel Huntington nachlaufen, der in den 90er Jahren das Buch geschrieben hat über den Kampf der Kulturen, und in diesem Buch beschreibt Samuel Huntington, welcher für das Pentagon geforscht und gearbeitet hat, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der neue Feind der Islam sein wird und nach dem Niederringen des Islam dann China. Jetzt ist die Frage, ob wir uns in eine solche Strategie als Europäer hineindrängen lassen sollen oder ob es nicht wesentlich intelligenter wäre, eine neue Achse, wie ich sie beschrieben habe, bis hin nach China aufzubauen. Schwierig, das mit Menschen zu diskutieren, die ungeheuer viel Angst haben, wenn mal eine chinesische Firma, eine deutsche Firma aufkauft oder sich dran beteiligt mit lächerlichen 9%, zum Beispiel an Daimler. Wer eine angstneurotische Störung hat, mit dem kann man kaum solche geostrategischen Dinge in aller Ruhe und vernünftig besprechen. Deswegen habe ich in meinem Referat auch diesen Wert darauf gelegt, dass wir versuchen zumindest, uns diese angstneurotische Störung, diesen Schatten Europas, diesen Schatten des Christentums anzuschauen, weil erst wenn wir das tun, werden wir vielleicht dazu kommen, solche Perspektiven wie Paris, Berlin, Moskau, Peking ernsthaft in Angriff zu nehmen. Und das wäre wirklich dann eine Chance für den Homo humanus integralis cosmopoliticus und für die Menschheit, um durch diese Globalisierungskrise hindurch zu wachsen, wenn es sein muss, hindurch zu wehen wie eine Geburtswehe und hindurch zu bluten für etwas, was nach dieser Krise übrig bleibt, was wir dann noch Menschheit nennen könnten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie mich noch als eine kleine Art von Postskriptum vom PS etwas nachtragen. Sie könnten sich ja auch fragen, warum hat der mögliche Staat nicht stärker interveniert sozusagen in dieser Fragestellung, sondern warum hat er es zugelassen, dass, wenn man so will, eine Art von Parallelveranstaltung ablief. Einmal sozusagen mein Anliegen mit dieser tiefen psychologischen Dynamik, sich die wirklich anzuschauen, um von dort aus zu einer psychotherapeutischen Lösungsansatz zu kommen, der sich dann auch gesellschaftlich und auch technologisch auswirken würde, und zu sozusagen dem, was Professor Dr. H.C. Rademacher gesagt hat. Sehen Sie, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, weltdemokratie.de, dann gibt es oben einen Menüpunkt, der nennt sich TV-Beiträge. Dort finden Sie eine Diskussion aus dem Jahr 1989, die auch auf YouTube ist, und zwar Wissenschaftler und Weise im Angesicht der globalen Krise. 1989, also vor fast 30 Jahren, war ich wesentlich jünger noch, damals etwa als Jungjournalist, etwa 22 Jahre alt, und diskutierte dort im Gasteig-Zentrum nach einem Kongress mit einem Podium über die damals schon absolut absehbare Globalisierungskrise. Und wir hatten auch einen Professor, Doktor der Theologie, Raimundo Panica, mit auf dem Podium. Raimundo Panica dachte, er müsste über das neue Christentum ein Statement abgeben, sozusagen über den großen Nutzen, den das Christentum für die Menschheit im Laufe der Zeiten hatte. Es hat
etwa 15 bis 20 Minuten gedauert, wo ich dezidiert als Moderator so nachgefragt habe, dass der Theologieprofessor das Podium verlassen hat. Sie finden auch auf der weltdemokratie.de Webseite, auf der Unterseite mit dem Club of Rome, ein Interview der Hamburger Rundschau, das ich mit dem damals 1989 Vizepräsident des Club of Rome, den Schweizer Bundesrat, also Politiker, Kurt Furgler gemacht habe. Und wenn Sie sich dieses Interview anschauen, dann können Sie verstehen, es wurde auch kameratechnisch aufgezeichnet, dass der Herr Furgler am Ende auf der vorderen Kante seines Stuhles saß und sich überlegt hat, wie komme ich bloß sozusagen aus dieser Interviewsituation heraus. Es ist nicht mehr allzu viel von ihm übrig geblieben. Dasselbe hätte ich auch heute Abend mit Professor Dr. H.C. Rademacher machen können. Warum habe ich es nicht getan? Zum einen, weil ich es als eine Art von sozialen Experiment aufgefasst habe, nachdem ich gemerkt hatte, schon auch im Vorlauf, wir hatten gemeinsames Abendessen, wir hatten ein Pressegespräch vorher, die Leute waren schon da, ich abgespürt hatte, mit welcher Art von Publikum wir es zu tun hatten, dann wusste ich sozusagen, dass mein Themenansatz sehr wahrscheinlich hier bei der Mehrzahl des Publikums keine Resonanz auslösen wird. Hätte ich Professor Dr. H.C. Rademacher stärker angefasst, nachdrücklicher, wie ich es getan hatte, das war sozusagen mein diplomatischer Modus, dann hätte es wahrscheinlich ein Eklat gegeben. Ich weiß nicht, ob er vom Stuhl aufgestanden wäre, aber zumindest von Teilen des Publikums, von den Wirtschaftsingenieuren, von den Managern der großen Firma wäre sicherlich Empörung mir entgegengebrandet. Sehen Sie, ich beschäftige mich seit 30 Jahren nun mit der globalen Krise, mit der Globalisierungskrise, mit der Überlebenskrise der Menschheit. Und ein bisschen was habe ich dabei gelernt, ein bisschen weiser bin ich geworden und ich vermeide es heutzutage, mich mit Toten zu streiten. Ich meine, mich mit toten Ohren zu streiten. Wenn ich merke, dass vor mir zu viele sitzen, die für das, was ich zu sagen habe, taub sind, taub geworden sind oder noch niemals ein Gehör dafür entwickelt haben, dann fange ich im Gegensatz zu jüngeren Jahren kein Streitgespräch mehr an. Ich muss es sozusagen nicht ums Verrecken in die Gehirne der Leute hineinhämmern. Dann schaue ich mir an, welche Dynamik entwickelt sich an einem solchen Abend. Und sehen Sie, es wäre ein leichtes gewesen. Ich habe ein Buch geschrieben, das eingeblendet war über Dag Hammarskjöld, Untertitel Vision einer Menschheitsethik. Dieser Dag Hammarskjöld hatte unter anderem zwei Doktortitel erworben, einen in Wirtschaftswissenschaften und einen weiteren Doktortitel in, jetzt muss ich mal, damit ich nicht lüge, der zweite Doktortitel war in Literatur oder nein, der zweite Doktortitel war in Jura und den dritten Doktor hat er nicht mehr gemacht, weil er dann in Politik ging, sonst hätte er als dritten Doktortitel noch einen in Literatur gehabt. Der Kammerschuld hat auch mehrere Ehrendoktortitel erhalten von der Universität Cambridge, Oxford, mindestens 5 Stück. Und keiner seiner Doktortitel, auch seiner Ehrendoktortitel, hat er später mehr verwendet. Weder auf irgendwelchem Briefpapier, noch auf irgendwelchen Visitenkarten oder bei irgendwelchen Vorstellungen von ihm. Und mit diesem Mann als Beispiel eines Homo humanus integralis cosmopoliticus, der sich sozusagen eine Stufe erarbeitet hat, wo er mehr war als nur UNO-Generalsekretär, sondern zeitweise so etwas wie Ministerpräsident der Vereinten Nationen der Menschheit. Das sehen natürlich viele andere Professoren alt aus. Unser Professor hat ja auch...